whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
this kid is a new number one driver. Axel, moin. Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Montagabend und da sind wir wieder bei Race League Esports am Start hier. Ihr seht es im Hintergrund. Richtig tolles Wetter hier beim vierten Rennen dieser Season. Auf dem Donington Park sind wir unterwegs. 15 Rennen insgesamt in dieser Season. Ja, stehen hier auf dem Plan heute das vierte Rennen. Drei haben wir dementsprechend hinter uns. Qualifying läuft hier noch so 16, 17 Minuten. Haben, lass mich gucken, 24 Autos sind es dann doch hier auf der Strecke, die sich heute ja der Herausforderung stellen, weil die sind doch relativ widrigen Bedingungen auf einer ja doch tricky Strecke, würde ich sagen, sich zu behaupten, hier zu kämpfen. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Strecke. Schau mal, wer so dabei ist. Moin Tobi, moin moin. So, wir fangen am besten vorne an, dann verpassen wir niemanden hier mit der Nummer 11. Gehen nochmal in eine andere Kamera rein vielleicht. Dann sehen wir auch die Autos ein bisschen näher. Da sehen wir Max Ohlinger, Mosquito Motorsport. Die ersten Zeiten haben wir auch schon. Mal gucken, er wird jetzt hier auch eine setzen. Auf die fünfte Position geht es hier 1,2 Sekunden. Marc Wittmann gerade auf der 1, 1,34,2 ist er gefahren. Und damit, ja, erstmal ganz vorne. Mal gucken, was hier im Regen noch so geht nach dem neuen Update. Ja, muss man sich vielleicht auch ein bisschen neu an den Regen gewöhnen. Bin ich persönlich selber noch nicht gefahren. Kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber ich habe gehört, soll sich ganz gut fahren. Schauen wir mal hier, wie es hier wird. Max Ohlinger haben wir also gesehen. Dann haben wir von CF Racing den Philipp König hier im AMG mit der Nummer 12 unterwegs. Hat auch schon eine Zeit gesetzt, wie wir sehen, auf der 9. Position. Denke, da wird noch ein bisschen was gehen hier. 2,4 Sekunden Rückstand. Dann haben wir einmal die Zahlen gedreht. Die 21, Brandon Geitz ist das, der jetzt über die Linie kommt und uns hier gerade die neue schnellste Runde präsentiert. 1:33.620 vom Porsche Piloten, ebenfalls von CF Racing hier. Ja, also, da geht es auf jeden Fall mal locker in die 33er Zeiten. 0,6 Sekunden war sogar schneller hier als der Marc Wittmann eben. Ist noch ein bisschen Zeit, so auf der letzten Geraden sozusagen, auf der längeren Geraden, haben wir Ben Utzer, Apollo Motorsport im Aston Martin. Hier sehen wir die Schikane. Schauen wir mal, ob sich da heute so ein paar Leute noch Track Limits oder beziehungsweise Cuts holen und dementsprechend noch eine DT. Ist ja doch eine sehr, sehr beliebte Stelle da, aber im Regen vielleicht nicht ganz so schlimm. Schauen wir mal, hier im letzten Abschnitt werden wir auf jeden Fall einige Duelle sehen, so aus der Erfahrung raus, vor allem hier nach der Geraden, durch die Schikane, hier die beiden Haarnadelkurven, immer sehr, sehr prädestiniert dafür, dass wir hier zwei Kämpfe sehen, aber auch Unfälle, muss man sagen. So, schauen wir mal, bleiben wir kurz auf Ben Utzer drauf. Der hat nämlich ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde gerade im Delta gehabt. Kleines bisschen verloren in der letzten Kurve, aber kann sich immerhin nochmal verbessern hier auf die achte Position. Ja, die ersten Zeiten, abgesehen von Position 1, ja, relativ eng aktuell. Ganz vorne, wie gesagt, nur eine halbe Sekunde. Weinzettel jetzt auf der 2, jetzt Kunkel auf die 2 gegangen. Also da wird die Lücke so ein bisschen aufgefüllt hier. Fabi, moin. Snaxi, moin, servus. Dann haben wir nochmal den Lukas, ebenfalls CF Racing, müsste jetzt der dritte sogar sein vom Team. Sehen wir hier auch am Namen, genau, der auf der 16 gerade unterwegs ist mit seinem Aston Martin. Ja, die Runde auch noch nicht die optimalste, wir sehen es auch, die erste Kurve, da auch schon wieder ein bisschen was liegen lassen letztes Mal. Aber gut, hier müssen die Reifen auch erstmal ordentlich warm werden, die Regenreifen. Ja, Trockenreifen wird es wahrscheinlich heute nicht geben auf den Autos. Können wir fast davon ausgehen, dass es hier ein komplettes Regenrennen werden wird. Fahren ja eine Stunde heute. Einmal muss man in die Box kommen. Und ja, kann man sich dann überlegen, ob man die Reifen wechselt beim Regen oder ob man ja auf den älteren drauf bleibt, spart man sich 5 Sekunden, 25 Sekunden Standzeit haben wir ja auf jeden Fall. Also da kann man sich so ein paar Sekündchen sparen. Nachtanken, denke ich mal, werden alle hier, wie gesagt, weil man hier 25 Sekunden steht. So, Marcel Lange haben wir hier für Club Racing auf der 8. Position. Diese Runde wird keine Verbesserung geben. Jan-Philipp Nürnberger haben wir jetzt auf der 1, das ist auch der Führende der Gesamtwertung. Hat sich schon 2 Siege holen können. Ich glaube, die ersten beiden Rennen müssten es gewesen sein. Das dritte Rennen konnte er dann nicht gewinnen, aber müsste auf der
ersten Position seid insgesamt. Schauen wir uns nachher natürlich auch nochmal an. 1:33,3, nochmal 13 schneller als Brendan Guides, der aber ja selbiges gerade im Delta hat. Also schauen wir gleich mal, ob es da vorne noch den Positionswechsel gibt. Tim Schafhauser gerade auf dem Weg zur letzten Kurve hier. Seam Racing, US-Amerikaner im Porsche mit der Nummer 30. Dann noch ein Markenkollege, der gerade ein bisschen Platz gemacht hat. Schauen wir mal, geht hier auf die zweite Position. 0,160. Also da vorne wird es wieder ein Tickchen enger jetzt mit zunehmenden Runden. Dann haben wir Julian Kunkel von Most Wanted. Das müsste gerade der Porsche gewesen sein, den wir gesehen haben. Auf der 7. Gucken wir mal, was da noch so geht. 0,6. Also wir sehen, da fehlt nicht so viel, um mal ein, zwei Positionen zu gewinnen. Lucas Santa, CF Racing Team. Sehr, sehr gut vertreten. Das Team hier auf der 17. 2 Sekunden Rückstand. Uns fehlen noch 2 Piloten mit einer Zeit. Sonst haben wir jetzt nicht mehr noch einer. Nur noch Max Porter, der fehlt. Alle anderen haben schon mal eine Zeit gesetzt. Sehr schön. Also da haben wir den Ferrari, war das, ne? Ja. Dann haben wir Pierre Brückner. Der fährt den Audi für GSE Racing eSport. Ja, kann man sich fast denken hier. Pierre Brückner mit der 36 unterwegs. Exakt 2,4 Sekunden hat er Rückstand. Gerade durch die Old Hairpin durch, diese schnelle Rechtskurve. Ja, die sehr, sehr viel Spaß machen kann, wenn man sie dann trifft hier im Regen. Ja, muss man mal schauen. So viel Auslaufzone ist nicht, beziehungsweise wenn, dann ist das hier ja nur Gras, wie wir sehen. Und im Regen ist das besonders rutschig. Aber wie ich hörte, die Curbs sollen nicht mehr ganz so rutschig sein im Regen. Gucken wir mal, wie viel Curbs sie hier so mitnehmen. Hier geht es auf jeden Fall relativ gut rüber. Da geht ein BMW etwas weit. Er holt hier auf jeden Fall mal locker eine Sekunde nochmal aus seiner letzten Runde raus. Können wir von ausgehen. Ja, da ist er nochmal ein bisschen weiter vorne, sich positionieren wird. Elektro, bitte, moin. Thomas Weinzettel haben wir hier. Das ist der AMG mit der 62. Guck mal kurz auf der 5. Position. Insgesamt liegend hat sich 60, 85 und 79 Punkte geholt. Also ein Podium war noch nicht dabei. Marc Wittmann hat sich nämlich noch den letzten Sieg geholt, sehe ich gerade, neben Nürnberger. Und Wittmann hier auch schon wieder auf der 3. Position unterwegs. Also die auch in der Gesamtwertung vorne sind, scheinen auch hier wieder ja, miteinander da vorne zu kämpfen. So, also hier haben wir Thomas Weinzettel auf der 8. Dann gehen wir weiter zum nächsten AMG. Mosquito Motorsport haben wir nochmal mit der 68. Das ist Position 14 aktuell, 1,1 Sekunde. Aber auch hier sehen wir in der Kurve, na, lag bestimmt noch ein bisschen was. Eine Zehntel hat er zumindest jetzt hier mitnehmen können. Geht jetzt hier in den zweiten Abschnitt rein. Hier geht es ein bisschen den Hügel hinauf. Blinder Eingang hier mit der Kurve. Da steht meist noch ein Pöller, aber nicht lange. Genauso wie der Reifenstapel in der Schikane ganz, ganz schnell weggefahren wird. Also da ja, kann man sich orientieren, wenn er noch da steht. Na, da steht er tatsächlich noch. Aber denke mal, im Laufe des Rennens wird er schnell ja, weg sein. Dann haben wir Philipp Noack hier. Andrew Griffiths Racing hier im BMW. Ed Eismann auch dabei. Ich weiß gar nicht, noch ein Dritter vom Team dabei. Ja, gucken wir gleich mal. Hier auf der 4. Position auf jeden Fall. Auch er in der Gesamtwertung sehr gut dabei. 246 Punkte hat er sich bisher holen können. Damit auf der insgesamt 3. Position auch unterwegs. Also auch er wird hier heute wieder gut Punkte mitnehmen können. Theoretisch zumindest. Der Grundstein ist hier gelegt. Oliver Gehler haben wir hier im BMW für Mosquito Motorsport nochmal auf der 12. Sehen wir gerade, ist aus der Box gekommen. Boxenausfahrt wird auch sehr, sehr spannend. Geht nämlich direkt auf die Ideallinie drauf. Also wenn sich da mal zwei Autos treffen. Einer aus der Box und der andere ja auf der Strecke. Dann muss man sich erstmal einig werden. Und vor allem, wenn es ein direkter Gegner ist, da will dann keiner so unbedingt nachgeben. Also da können wir mal ganz, ganz gespannt sein hier. Elektrowitte, danke für den 7. Monat. Dann haben wir noch Max Porter. Da hatten wir eben noch keine Zeit. Jetzt hier auf der 20 unterwegs für GSE Racing eSports. Ist im BMW M4 auf der Strecke in der letzten Kurve. Die Melbourne Hairpin ist das hier. Leider gerade mit keiner gültigen Runde. Also da müssen wir noch ein bisschen gedulden. Christian Brandl direkt dahinter im BMW für CB Sport. Christian Brandl Sport nehme ich mal an. Der die Kurve hier gerade gar nicht bekommt oder Platz gemacht hat wahrscheinlich eher. Jawohl, und dann gehen wir weiter zu Marc Wittmann. Wie gesagt, der sich den Sieg im letzten Rennen holen konnte. War das Kialami? Müsste Kialami gewesen sein, ja. Also schauen wir mal, ob er heute wieder aufs Podium fährt. Martin Kraus noch zwischen ihm und seinem ersten Konkurrenten sozusagen. Dann aber Martin Kraus noch dabei, auch in AMG. Mosquito Motorsport, auch hier im ersten, zweiten Abschnitt gerade unterwegs. Das ist, wie gesagt, der Zweitplatzierte hier auf der Strecke. Guck mal kurz in der Gesamtwertung, wenn ich ihn mal eben so finde. Warte mal, kurz mal suchen. Auf der 16. Ah, letztes Rennen nicht zu Ende gefahren. Davor 73 und 88 Punkte geholt. Ah, da haben wir schon was liegen lassen, leider im letzten Rennen. Was auch immer da passiert ist.
aber hier auch wieder mit von der Partie. So, Benedikt Ahlisch haben wir im AMG für Into the Wall Racing. Hier der Österreicher auf der 21. Das sollte sich jetzt ändern. Auf die 17 geht's nämlich. 0,7 Sekunden hat er nochmal rausholen können aus seiner Runde. Ist noch ein bisschen Zeit. Ja, hier sehen wir die Situation. Einer aus der Box, einer auf der Strecke. Mal gucken, hoffentlich hat ihn das nicht allzu sehr beeinträchtigt. Plus minus 0 hier nach der ersten Kurve. Ah, ein bisschen beeinträchtigt hat ihn es wahrscheinlich. 0,2 im Boden. So, dann haben wir den aktuellen Pole-Setter, der schon, wie gesagt, zwei Siege holen konnte diese Season. Jan-Philipp Nürnberger, Hübner Race Technology Esports mit der 231. Und ja, der will nochmal die 32er rausholen hier. Wir sehen es, 33,1 ist im Moment die schnellste Runde. 1/2 Zehntel hat er schon wieder im Delta. Also ich denke mal, eine 32er ist auf jeden Fall drin. Ist die Frage, ob er das auch noch ja, mit durchbekommt hier. Jetzt ist er auf der Geraden, die hier so mit zwei Hügeln ein bisschen runtergeht, Richtung ja, der Schikane. Wie SS heißt die, glaube ich. Kann man relativ viel Curb mitnehmen. Muss man ein bisschen die Track Limits scannen. Scheint hier noch gültig gewesen zu sein. Ja, aber trotzdem ein bisschen verloren da auf der Geraden. 0,1 Sekunde. Ja, kann sich nicht sicher sein. Kunkel eine Zehntel gerade mal dran. Kraus nochmal eine Zehntel. Wittmann nochmal eine Zehntel. Also da geht es auch wirklich wieder um ja, ganz, ganz wenig Zeit hier, wie man da gewinnen oder verlieren kann. Beziehungsweise rausholen muss. Wir sehen es hier, also eine Zehntel kann noch mal ein bisschen Sicherheit bringen, sage ich mal. So, wir machen nur kurz die letzten vier Autos zu Ende. Da haben wir Ed Eismann, Andrew Giffens Racing. Hier nochmal im ja, lilan BMW. Aktuell auf der 23, 3,2 Sekunden hat er Rückstand. Aber ja, er sagt selber, ist nicht so geübt auf der Strecke. Und bei den Bedingungen mit dem neuen Update, da muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also schauen wir mal, ja, was da so geht. Guck mal kurz, wo der in der Gesamtwertung steht. Auf der, ja, insgesamt 48. Ist ja ein bisschen durchmischt noch mit der zweiten Liga. Gucken wir mal. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn da? Bei Eisen. Birgit, wo ist er denn? Viele Namen hier. Ah, ne, hier ist er auf der 13. Sogar, ja, also deutlich, deutlich weiter vorne. Hier auf der 13 mit der 279, 62, 50 und 64 Punkte konnte er sich holen. Zum letzten Rennen hat er sich auf jeden Fall eine Position nach vorne arbeiten können in der Gesamtwertung. Also hier 0,6, da geht also noch einiges, wie wir sehen, gerade in der Schikane. Wir bleiben vielleicht mal ganz kurz drauf. Und dann gehen wir nochmal durch die letzten drei Autos, gucken wir mal, ob er sich hier deutlich verbessern kann. Christian Brandl dahinter, gerade auf einer Outlap, aber sonst hier alles innerhalb von 2 Sekunden das ganze Feld. Die 1-Sekunde-Marke bei Platz 14, also das ist auf jeden Fall relativ vielversprechend fürs Rennen hier. Nürnberger vorne, leider schon wieder mit einer ungültigen Runde, also die 32er bleibt uns im Moment noch verwehrt. So 1 Sekunde im Delta, ja, damit wird er zumindest mal so halbwegs den Anschluss schon mal wiederfinden zu Philipp König unter anderem. Aber wir haben ja nicht die ganze Runde gesehen. Vielleicht liegt da ja im ersten Sektor noch mal was. Ah, Philipp König hat er sich noch holen können. Aber hier noch eine Position gewonnen. So, Philipp Witzmann, der ist auf dem 9 ein bisschen besser platziert. Diese Runde war nix, wie wir sehen. 0,6 Sekunden für Into the Wall Racing unterwegs. Dann der Porsche von vom Herrn Fischer, Club Racing auf der 14. Auch hier leider eine ungültige. Und dann haben wir Patrick Donzalas aus der Schweiz auf der 12. Auch hier leider, ja, gerade keine Verbesserung. So, das sind sie also, alle 24 Piloten. Bisschen Zeit ist hier noch, 4 Minuten und etwas. Wir gehen mal auf dem Schafhauser drauf. Der hat nämlich gerade ein grünes Delta hier. Da am BMW ein bisschen Picknick machen im nassen Gras hier. So, mein Eindruck zum Update. Ja, ich bin nicht so viel gefahren, 2-3 Stündchen. Aber ich habe mich deutlich, deutlich besser dran gewöhnen können als zum Beispiel zum 1.8er-Patch, sage ich mal. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, die Umstellung. Aber muss man mal gucken. Bin jetzt nur so eher kurze Rennen gefahren im Endurance-Bereich. Ja, haben wir gestern vielleicht auch schon so ein bisschen gemerkt beim LFM-Enduro, die 4,5 Stunden, auch Watkins Glen, dass man da mit den Reifen deutlich, deutlich mehr aufpassen muss. Noch mehr, als man das sonst tut. Sonst sind die, ja, weiß nicht, nach 20 Minuten weg, mehr oder weniger, wenn man da die ganze Zeit pusht. Also ein runder Fahrstil auf jeden Fall von Vorteil, neben dem Setup natürlich, die momentan zumindest wieder ein bisschen logischer erscheinen. Aber mal schauen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht findet ja irgendeiner doch nochmal was, was dann wieder ein bisschen, ja, besser ist als das Logische, sage ich mal. Aber werden wir sehen. Valencia haben wir auch noch eine neue Strecke dazu bekommen. Bei LFM zum Beispiel wird diese Woche ja auch gefahren. Auch am Sonntag dann das Endu. Ja, auch eine weitere Strecke, die viele, viele mittelschnelle Kurven hat. Bin ich auch schon ein bisschen gefahren, aber muss ich auch noch ein bisschen üben.
Ja, Elektrowitte, ich habe da eher Probleme. Zumindest meine Vorderreifen. Ich weiß nicht wieso, aber die zerschredder ich doch ganz gerne mal. Zumindest werden die bei mir immer relativ heiß. Zumindest war es bis jetzt so. Jetzt die 1, 2, 3 Rennen, die ich gefahren bin, ging das sogar. Weiß nicht, vielleicht lag es auch am neuen Ferrari. Der mir auch ganz gut gefällt tatsächlich. Also werde den wahrscheinlich erstmal fahren. Aber wie gesagt, muss auf die Dauer mal ein bisschen rumprobieren, was da geht, was nicht. Denke mal, ja, wie immer wird es Leute geben, die da weniger Probleme haben. Manchen kommt das sehr gut zugute. Die sind da deutlich schneller wieder oder ganz schnell wieder auf ihrer alten Pace unterwegs, obwohl es ja angeblich wieder ein bisschen langsamer sein soll. Haben wir ja bei 1.8 auch gedacht, aber nachher, glaube ich, waren die Zeiten dann doch wieder schneller. Aber wahrscheinlich lag es dann eher an den Setups nachher. So, gucken wir mal. Oliver Gehler auf der 14, 0,3 Sekunden. Ja, da kannst du mal Richtung Top 10 gehen. Aber wir sehen davor die Kontrahenten auch auf vielen, vielen Verbesserungen unterwegs. Mal gucken, Strecke, ja, wird nur nass bleiben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt eklatant abtrocknet werden, das Qualifying. 2 Minuten sind es ja nur noch. Ja, und Nürnberger vorne auch nochmal mit 3 Zehnteln. Der will es auch nochmal wissen. Der will unbedingt 32er holen. Das wäre nochmal ein gutes Statement. Den Kunkel auf der 2 gerade mit keiner Verbesserung. Tim Schafhauser und Martin Kraus auf der 4, plus minus 0. Die scheinen da jetzt gerade nicht allzu gut hinterherlegen zu können. Zumindest nicht so gut wie Nürnberger. So, Gehler jetzt auf der 12 und im Hintergrund kommt er über die Linie mit seiner 32.822. Also die erste und bisher einzige 32er, die wir hier im Qualifying sehen. Sehr, sehr stark. Der unterstreicht also hier seine Leistung aus den letzten Rennen. Und damit, ja, 4 Zehntel Vorsprung. Das sieht schon mal wieder ein bisschen anders aus als eben. So, Tim Schafhauser, paar Meter dahinter. Eine Zehntel hat er gerade im Delta. Wird aber wahrscheinlich relativ eng. Die jetzt nochmal rausholen auf den letzten paar Metern. Moin, Dennis. So, ich guck mal gerade durch. Was haben wir noch? Thomas Weinzettel gerade hier in der vorletzten Kurve. 2 Zehntel. Naja, aber die fehlen auch ziemlich genau zu Philipp Witzmann auf die 10. Position. Also dann haben wir so eine kleine Lücke, sage ich mal. Ja, aber in Top 10 scheint es spannend zu sein. Also wenn wir da mal gucken, Platz 6 bis Platz 7, 8, 9, alles 0,6er Zeiten, dahinter nochmal 0,7. Also da scheint sich so eine kleine Gruppe vielleicht abzuzeichnen. Aber im Rennen ist es nochmal was anderes, vor allem bei den Bedingungen. Wenn das so nass ist, da siehst du ja auch nicht so viel, wenn da vor dir einer fährt oder mehrere Autos fahren. Und du musst natürlich auch im Rennen hier mit den Regenreifen gut haushalten können. Hier sehen wir, da wird ordentlich Körb mitgenommen. Scheint auch halbwegs zu gehen. Sogar ein bisschen übers Gras hier bei Martin Kraus auf der 4. Position. So, Philipp Noack, wo ist er denn? Ah, da ist er. Hier auch gerade. Jetzt habe ich den Namen da oben vergessen von der Kurve. Auf jeden Fall hier auf der letzten längeren Geraden Nürnberger nochmal ein bisschen was rausgeholt. 1,32,797. Also hat sich nochmal weiter verbessern können. Damit jetzt über 0,4 Sekunden Rückstand oder Vorsprung, je nachdem. Ja, mal gucken, ob er das im Rennen dann auch so ummünzen kann, sage ich mal. Er hat ja die freieste Sicht, da ist kein Wasser in der Luft, hat also gute Sicht. Muss drauf ein bisschen hoffen natürlich, dass da keiner von hinten irgendwie reingerauscht kommt, weil er sich da vertut. Wenn er also die ersten ein, zwei Runden da sauber über die Bühne bringt, vielleicht schon so ein bisschen Abstand rausfahren kann, dann hat er da wieder sehr, sehr gute Chancen, sich einen weiteren Sieg zu holen. Ist jetzt auch mit seinem Qualifying fertig. Philipp Noack, Noack fährt jetzt hier auch rein, wie wir sehen. Also da wird es maximal Position 7 bleiben. Dann gehen wir zu Weinzettel nochmal rüber. Der hat nämlich nochmal was im Delta. Hier eine Zehntel. Geis Wittmann 5,6 auch nochmal. Bohlinger 16 und Ed Eismann auf der 23. Ja, da versucht er irgendwie ans Feld nochmal ranzukommen. Also da wird, glaube ich, nicht so viel zu holen sein, aus eigener Kraft zumindest. Aber vielleicht kann er nochmal vom einen oder anderen Vorfall hier profitieren. Ja, der hier, ich denke, schon passieren wird bei den Bedingungen auf dieser engen Strecke. Weinzettel jetzt auf der 11. So, Utzer bin ich mir nicht ganz sicher, ob der schon durch ist. Da steht noch ein Delta. Vielleicht ist er nochmal auf einer Runde, aber Max Ohlinger auf jeden Fall. Der kommt jetzt hier über die Linie auf der 16 und da geht's noch weiter nach vorne. Ne, bleibt auf der 16, konnte aber seine Zeit noch ein bisschen verbessern. 1,3 Sekunden nach ganz vorne. Die eine Sekunde Marke immer noch so bei Platz 13, Platz 14. So, damit ist das Qualifying, glaube ich, so weit durch. Zumindest sollte sich keiner mehr groß verbessern. Wir gucken bei Witzmann nochmal rein. Der wird jetzt auch nur noch in die Box reinfahren. Sehr, sehr vorbildlich. Jawohl, das war's dann auch schon. Und damit haben wir auf jeden Fall von allen eine Zeit gesehen. Eine 32,8 ganz vorne, dann 33er Zeiten bis Platz 14 und danach 34er Zeiten bis quasi ganz nach hinten. So, nehmen wir mal die Startausstellung. Ja, ihr seht's, was ein Sauwetter. Soll ein bisschen weniger werden, aber ich glaube, mit trockenen Reifen
wird es heute nichts werden. So, Race Gates brauchen wir, einen Boxenstopp brauchen wir ebenfalls. Workshop-Fenster haben wir, glaube ich, nicht, wenn ich mich richtig entsinne. Also die werden da, denke ich mal, ungefähr zur Hälfte reinkommen. Links im Tower seht ihr alle 24 Fahrzeuge, da sollten wir also nichts verpassen. Ihr seht sie an den Marken. Ja, Porsche relativ weit vorne, ziemlich viele BMWs in der Liga dabei. Aber die sind hier ja, ein bisschen weiter hinten, Mittelfeld, wenn überhaupt. Also AMG und Porsche hier ganz gut unterwegs, wie es aussieht. Was haben wir noch? Ferrari von Lucas Hunter auf der 17, Audi auf der 20. Ja, und das war's dann, glaube ich, schon größtenteils. Aston Martin noch auf der 8, auf der 13, auf der 18. Aber ich würde sagen, wir gehen mal, falsche Kamera, durchs Feld hier. Jan-Philipp Nürnberger also auf der ersten Position. Dann haben wir auf der 2 schön im grellen Yellow oder Gelb vielmehr auf der zweiten Position. Sehen wir im Regen gut die 32, Julian Kunkel. Dann haben wir den Markenkollegen Tim Schafhauser auf der dritten Position. Also die Innenseite für die ersten beiden Kurven. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt hier. Dann haben wir Martin Kraus auf der 4, der AMG von Mosquito Motorsport. Renton Guides haben wir vorhin gesehen. Ja, war mal ein bisschen weiter vorne. Am Ende hat es jetzt für Position 5 gereicht. Also ein solides Ergebnis, würde ich sagen. Potenzial fürs Podium sollte eigentlich drin sein. Dann haben wir Marc Wittmann auf der sechsten Position. Mit der Nummer 95 ist er dann unterwegs. Dann haben wir Andrew Griffiths Racing Piloten Philipp Noack mit der 69. Startet auf der 7. Auf der 8, das ist Ben Utzer für Apollo Motorsport mit der 23, bester Aston Martin im Moment. Stefan Krehling, der hat sich auf die 9. Position qualifiziert für Mosquito Motorsport unterwegs. Philipp Witzmann im 390er BMW M4 hat es noch in die Top 10 geschafft. Zweitbester BMW im Qualifying. Thomas Weinzettel im AMG startet von der 11. Dann haben wir Oliver Gehler, der fährt nochmal einen BMW, auch für Mosquito Motorsport. Auf der 13 Patrick Gonzalez, er ist Sim Racing. Auf der 14 die Nummer 27, das ist Marcel Lang, der startet auf der 14. Dann nochmal ein Porsche, das ist der Herr Fischer, Club Racing, die 404. Ja, seine Markenkollegen alle ein bisschen weiter weg da vorne. Mal gucken, ob er den Anschluss da nochmal findet. Dann haben wir auf der 16 Max Ohlinger, das ist der BMW mit der Nummer 11, Mosquito Motorsport. Lucas Hunter, der einzige Ferrari, ist der alte. Ich glaube, die neuen Autos hier nicht vertreten. Soweit für CF Racing ist er unterwegs. Sein Teamkollege neben ihm im Aston Martin. Aston Martin im Regen war bisher eigentlich immer recht solide unterwegs. Dann haben wir auf der 19 Benedikt Arlisch, Into the Wall Racing mit der 179. Pierre Brückner startet im einzigen Audi, ja, im einzigen Audi auf der 20, GSE Racing eSports. Dann haben wir auf der 21 der AMG von Philipp König und nochmal CF Racing Team. Seine Teamkollegen also ja, zwei, drei Reihen vor ihm. Max Porter haben wir noch hier auf der 22 für GSE Racing eSports. Ed Eismann, der zweite Andrew Griffiths BMW auf der 23, der heute wahrscheinlich ein bisschen drauf hoffen muss, Glück zu haben, dass da vorne was passiert. Genauso wie Christian Brandl hier auf der 24 für CB Sport, Sport auf der letzten Position. Kann sich das alles da ja gleich relativ gemütlich anschauen. Mal gucken, wie gemütlich es wird. Ihr seht es hier, Wetter nicht sonderlich dolle hier. So, wir schauen nochmal auf die Wertung hier. Drei Rennen sind wir gefahren, 15 haben wir insgesamt, also Nürnberger hier mit 296 Punkten, eine sehr, sehr starke Ausbeute, 100 Punkte gibt es ja für den Sieg, ein Punkt nochmal für die schnellste Runde, hatte also ja nicht das Maximum rausgeholt, aber nahezu hier und dementsprechend auch der Vorsprung vor Marc Wittmann mit 257 Punkten, Philipp Noack 246. Ja, hier seht ihr 29 Piloten, einer ohne ja, Punkte leider. Mal gucken, der ist auch heute nicht dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, so wie viele andere auch zum Teil, oder das heißt viele, einige andere auch nicht. Also gute Chancen für den einen oder anderen, nochmal den nächsten Gegner hier zu überholen hier. Ja, ich wünsche dir Glück, Nürnberger. Gucken wir mal, ob du dir den dritten Sieg holen kannst. Kunkel, Schafhauser, Kraus werden die Nächsten sein, die da was dagegen haben werden. Ja, so sieht das Ganze aus. Bisschen Zeit haben wir noch, deswegen gucken wir kurz auf den Kalender. Das sind die nächsten 10 Rennen, also nicht alle. Die ersten 3 Rennen nicht abgebildet hier. Dann haben wir hier, ja, Watkins Glen dann am 8. Mai. Das ist dann in 2 Wochen, ja, in 2 Wochen. Nächste Woche ist kein Rennen. Barcelona haben wir noch dabei. Also Watkins Glen sind 90 Minuten übrigens. Genauso wie Hungaroring, sonst alles, fast alles 60 Minuten. Oh, Imola habe ich mich vertippt. Das sind keine 260 übrigens, sind auch nur 60. Ja, Spa haben wir noch, Suzuka, Monza, Silverstone, Hungaroring, wie gesagt, 1,5 Stunden. Misano, Imola, dann 1 Stunde und dann Zandvoort. Das vorletzte Rennen ist das dann nochmal 1,5 Stunden. Und das letzte Rennen, das sehen wir hier gerade nicht, das ist dann nochmal auf Brands Hatch. Also auch nochmal eine englische Strecke. Das ist dann am 31. Juli müsste das dann sein.
Also da sind wir schon im Sommer. So sieht also der Kalender aus hier. Dann gehen wir mal wieder auf die Strecke. Bewegen sich nämlich gerade alle hier in die Einführungsrunde. Und dann gucken wir mal, was das wird hier. Drücken die Daumen, dass hier alles gut geht im Regen. Das ist natürlich als Zuschauer immer richtig, richtig, ja, spannend. Wetterwechsel wäre noch besser, aber ich glaube, in der einen Stunde wird es wohl nass bleiben. Vielleicht wird es ein bisschen trocken, da müssen wir mal schauen. Vielleicht muss man dann doch die Reifen wechseln, um da den Druck nochmal anzupassen. Aber so, ja, starten wir erstmal der Dinge ab hier. Strecke 22 Grad, die Luft 19 Grad, also recht milde hier in, oder auf dem Donington Park, im Donington Park. Und dann gucken wir mal, ob hier alles gut geht gleich. Ja, wir können ja mal hier mitfahren irgendwo, dann können wir vielleicht mal ein bisschen, ja, hier sehen wir es, dass wir nichts sehen sozusagen. Können wir uns mal ein bisschen Eindruck verschaffen, also ihr siehst das nächste Auto, siehst du noch, und davor wird schon schwierig, auch die Bremslichter sieht man sehr, sehr schwierig. Also da muss man, ja, wirklich vorsichtig sein hier in der Startphase, wo so viele Autos noch hintereinander, dicht hintereinander herfahren. Und wenn da vorne was passiert, ja, musst du einfach fast Glück haben, dass du da nicht reinrauschst, hast du wenig Zeit zum Reagieren, weil du es einfach sehr, sehr spät siehst. Aber natürlich, ja, konnten sie alle üben die Woche. Ich glaube, die Trainingsserver waren weitestgehend nass. Schauen wir mal, ob das Training sich auch ausgezahlt hat hier. Also Nürnberger vorne, zwei Porsche, nochmal ein AMG, nochmal zwei Porsche. Philipp Nürnberg auf der 7. Ich werde nochmal einen Schluck trinken und dann sollten wir gleich losstarten. So. Danke für die Follows übrigens. Herzlich willkommen. So, dann gehen wir mal hier nach vorne. Gehen mal in die Heli-Perspektive. Langsam geht's in die Zweierformation. Wir sind hier in der Melbourne Airplane. Moin Lama, moin moin. Und Lama, da erinnere ich mich gerade, wie ich hier der letzten GT4-Saison rückwärts über die Ziellinie gerollt bin. Na, Fun hat mich noch gedreht in der letzten Kurve. War ein sehr, sehr gutes Finish. So, eine Linkskurve noch und dann geht's relativ zügig los. 24 Piloten, schauen wir mal in den Top 10, Top 15 ungefähr. War es ja relativ eng, sag ich mal. Nürnberger hat eine sehr, sehr gute Qualifying-Zeit gesetzt. Das ist aber, ja, erstmal egal, jetzt fürs Rennen. Meine Belichtung auch schon wieder super. Egal, wir konzentrieren uns hier auf den Start, gucken, ob Nürnberger vorne sich halten kann. Das ist hier der schwarze AMG. Ampeln sollten jetzt langsam auf grün springen. Jawohl, green, green gehen. Der Porsche kommt aber sehr, sehr gut weg hier. Julian Kunkel auf der Außenseite allerdings. Und wie gesagt, oh, da hinten die Startreihe Porsche etwas langsam. Ist da vielleicht ein bisschen vorsichtig. Man sieht nicht so viel von oben. Ja, sehen wir relativ viel, aber da im Auto ist es schwierig. Haben wir eben gesehen in der Einführungsrunde. Aber da kann sich Nürnberger vor Kunkel halten. Schafhauser auf der dritten Position. Wir gehen mal ein paar Position dahinter. Da haben wir Marc Wittmann. Das ist hier der Porsche, müsste das sein. Gegen Noack, der lilane BMW, der sich da jetzt leider wegdreht. Eieiei, aber kann das Auto halbwegs gerade stellen. Kommt da auf die Strecke, ohne jemanden hoffentlich zu berühren. Wir gucken mal hier, ob Philipp Wittmann noch vorbeikommt. Das ist hier der dunkle BMW unten am Bildrand sozusagen, der sich da noch vorbeidrückt. Und Noack geht da etwas off-track. Eieiei, jetzt hoffentlich kommen sie da alle heil vorbei. Hat das Auto zumindest mal nicht verloren. Hinten Ed Eismann mit einer aus der Box gestartet, weiß ich gerade nicht. Der steht schon mit einem Boxenstopp auf jeden Fall und ist hier ganz hinten unterwegs. Vielleicht nicht, ist er ja auch aus der Box gestartet. So, jetzt haben wir Porter. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Vorfall. Wir schauen mal kurz rein, was bei Max Porter passiert ist. Hat er jetzt Auto vielleicht auch selbstständig verloren? Da ist nämlich kein Fahrzeug so unmittelbarer Nähe. Da sehen wir selbst so ein leichter Linkstick kann hier das Auto in Unwucht bringen und dahinter fast ein Auffahrunfall, weil man da aufpassen musste. Also nichts Wildes, aber hier auf jeden Fall ein, zwei Positionen verloren. So, wir gucken mal. Oh, schon wieder gelbe Flagge bei König und bei Brückner. Auch da gehen wir mal kurz rein. Side by Side ging es hier raus auf die Gerade. Da oben auch noch eine Off-Track gewesen, ein Porsche. Oh, wir sehen, wie es hier tummelt. Richtung Schikane war das da. Porsche sehr, sehr langsam, bei die 32 war das. Uiuiui, da hat so ordentlich gescheppert hier vor der Schikane. Den Audi hat es getroffen, den AMG hier von Philipp König sehen wir. Also auch da leider schon die ersten Vorfälle. Sehr, sehr schade. Hier zwei Positionen verloren. Brückner ebenfalls zwei Positionen verloren.
So, Fischer sehen wir hier mit der 404. Der hat schon 2 gewonnen wiederum. Also, der ist hier direkt dran. Davor hat es offenbar leicht gekracht. Kreling steht hier rum. Oh, was haben wir da verpasst? Das sieht auch nach einem Fahrfehler aus. Aber wir sehen, wie schwierig die Bedingungen sind. Und da kriegt er von hinten noch einen mit vom AMG. Das müsste Weinzettel gewesen sein. Auf der 7. Position gerade. Also, ohne den Fischer von hinten, ja, wäre es vielleicht auch so weitergegangen. Aber jetzt hier auch 4 Positionen musste er abgeben. So, vorne hat sich nichts getan, wie wir gesehen haben. Da haben wir Nürnberger. Noch Schafhauser jetzt auf der 2, Geiz auf der 3, Kraus auf der 4. Wer hat sich denn da verabschiedet? Da müsste einer ein bisschen nach hinten gefallen sein. Nuak unter anderem. Genau, der war ja da weiter vorne auch unterwegs. Hatten wir gesehen an der Startphase, dass das eine kleine Berührung gab. Also 2 Positionen ging es hier nach hinten. Ben Utzer ist hier gerade dran an Wittmann. Da können wir mal hinten rausschauen. Da sehen wir auch, wie das Wasser da ordentlich aufgesprüht wird. Also ganz, ganz, ganz schwierige Bedingungen hier. Jetzt geht's durch die Schikane. Oh, sehr viel Körb mitgenommen. Bisschen auf. Das Kies da verliert er leicht die Linie. Aber Wittmann, ja, findet da keinen Weg anzugreifen. Auch wenn er jetzt hier erstmal verteidigt. Womöglich hat er sich da den ersten Cut schon mal geholt. Aber erstmal bleibt er hier auf der 5. Position. Von der 6 gestartet, sage ich gerade. Aber der Apollo Motorsport Aston Martin jetzt hier auf der Außenseite. Ja, da gewinnst du meistens nichts. Hunter jetzt an Kunkel vorbei. Ah, Kunkel war das, der da vorne fehlt. Den habe ich gesucht. Hier der Porsche. Das müsste, genau, das war der, auf der gerade eine Off-Track war. Da hat er ganz, ganz viele Positionen verloren. 15 Stück. Weiß nicht, ob es da eine Kollision gab oder er da einfach neben der Strecke war und da ganz, ganz vorsichtig gefahren ist, um tatsächlich wegzudrehen. Aber den hat sie auf jeden Fall ordentlich nach hinten gespült. So, jetzt kommt Benedikt Ahlisch rein. Na, gucken wir mal, ob er wirklich der Reifengott ist hier. Kommt jetzt rein. Hoffen wir, dass es keine Strafe ist. Lukas, wo ist er jetzt? Da kommt er auch rein. Müssen wir gleich mal schauen. Oder macht man hier wirklich einen frühen Boxenstopp? So, wir gehen mal auf die 9. Position. Gela Noack. Noack hier schon wieder eine Position verloren gegen den BMW-Piloten vom Mosquito Motorsport. Der hat ja 3 Positionen schon gewonnen hier. Die Reifendrücke im Regen, ich nehme mal an, ich habe da noch gar nicht nachgeschaut, aber ich nehme auch mal fast an, dass die niedriger sind, oder? Ich weiß, vielleicht weiß das einer ein bisschen besser. Oh, Ohlinger, was haben wir da verpasst? Wir gucken mal nach der Old Hairpin. Da oben Porsche leicht off-track. Also wir sehen, da... Selbst, ah, da wollte er ein bisschen, oder musste er außen rum, da hat er den Grip etwas verloren, hoppelt hier über die Straße. Da ist jetzt Lukas Hunter davor und Julian Kunkel, war der das schon wieder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, wie geht denn da weiter? Don Salas verliert hier die Linie. Also überleben, kein Fehler machen, ist glaube ich die Devise heute. Du musst keine große Pace haben, sondern hier einfach heil durchkommen, habe ich so den Eindruck. So, Ed Eismann, der hat auf jeden Fall schon einen Boxenstopp absolviert. Benedikt Ahlisch ebenfalls. Der hat auch keine Reifen gewechselt, was jetzt kein Geheimnis ist, glaube ich, wenn man so früh reinkommt. 27 Sekunden stand da. Der Lukas, der kommt gerade raus. Der musste irgendwas reparieren. 46 Sekunden stand da wohl in der Box. Nehmen wir mal an, dass es eine Reparatur war. Vielleicht war es auch eine Zeitstrafe. So, dann gucken wir vorne. Nürnberger hat alles im Griff. 3 Sekunden haben wir hier, oder? Nein, nicht ganz. 2 Sekunden Vorsprung vom Brandon Geitz, der hier ja sehr gut nach vorne gekommen ist. Wir schauen uns mal die Position Deltas an. Hier sehen wir es einmal. 3 Positionsgewinne für ihn. Martin Kraus hier auf der 3. Ganz gut aufgereiht aktuell in der Position gewonnen. Hat nämlich hier mit Tim Schafhauser getauscht. Marc Wittmann haben wir dann auf der 5 bisschen gewonnen. Ben Utzer hat natürlich gewonnen. Kreling hier neben der Strecke. Wir gucken mal, das ist Kurve 1. Aber war das der AMG von vorhin auch schon, der hier weggerutscht ist, der noch einen mitbekommen hat. Hier verschwindet er mal ganz schnell auf die Wiese. Jetzt hier mit 3-4 Positionsverlusten auf der 16 unterwegs. Also hier aus dem Top 10 leider rausgeflogen. Einer der großen Verlierer neben Julian Kunkel hier auf der 14. Also da haben einige schon mal profitiert. Einige auch nach hinten gefallen. Jetzt ist die erste Aufregung so ein bisschen weg. Aber klar, die Bedingungen sind nicht einfach. Bisschen gewöhnen muss man sich immer noch, vielleicht auch hier im Renntrim. Stefan Kreling wieder ein bisschen die Linie verloren. Don Salas jetzt direkt dahinter, konnte noch nicht profitieren. Gucken wir bei Max Ohlinger rein. Fahren wir mit. Ups. So. Ja, wo ist das Auto? Irgendwo da, wo ganz, ganz viel Wasser hochgesprüht wird. Jetzt geht's Richtung Schikane. Gucken wir hier so kurz, bevor es runter geht, den Hügel bremst man an. Und dann geht es hier über die Curbs drüber, der Ferrari. Ja, nimmt da relativ viel mit. Ich glaube, dass hier Ohlinger mehr Schwung rausnehmen konnte aus der Schikane. Jawohl, und versucht hier auch schon mal sich zu zeigen beim Anbremsen. Ja, da steht das Auto gerne mal quer. So, Nürnberger 34,7 jetzt gefahren, während Ohlinger versucht hier sich irgendwie zu positionieren, vielleicht mit einem Switchback in der letzten Kurve nochmal den Ferrari anzugreifen oder hier außenrum natürlich, ist die Frage, da müssen alle mitspielen, Weg ist sehr, sehr weit, hier bleibt auf jeden Fall genügend Platz für beide, Ferrari bleibt aber erstmal vorne, Kreling hat sich derweil gegen Gonzalez hier
behauptet, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall dann Salas noch direkt dahinter. Marcel Lang kommt jetzt gerade rein. Der rechte BMW sehen wir gerade. Also da halten sich manche vielleicht auch aus dem Verkehr jetzt raus. Bisschen einfacher, da vielleicht aus der Box zu kommen. Mit freier Fahrt hast du bessere Sicht, hast keinen Druck. Und vielleicht kann man da ein bisschen Zeit gut machen gegenüber den anderen, die da ja hier im Verkehr feststecken. Oder auf dem Curb feststecken, auf der Ideallinie. Lukas hier, das Auto irgendwie, ja, verloren. Außen auf dem Gras weggerutscht, hier sehen wir es. Und dann versucht das Auto nochmal zu drehen. Hoffentlich ist da jetzt keiner reingedonnert. Jawohl, setzt einmal zurück. Und damit auf der vorletzten Position unterwegs. Immer noch hier auf dem Gras unterwegs. Sind im Live-Bild. Ed Eismann könnte davon profitieren. Mal sehen. Na, müsste eigentlich vorbeikommen, würde ich mal behaupten. Irgendwo da oben müsste der Aston Martin sein. Da ist er. Also hier ging schon mal eine Position nach vorne für Ed Eismann, der ja schon, ja, bereits einmal in der Box gewesen ist. Genauso wie Benedikt Ahlisch und Marcel Lang. Leider mit einer DT, sehe ich gerade. Das war also kein Boxenstopp. Der muss noch einmal reinkommen. Lukas auch hier mit einem Boxenstopp. So, Ohlinger jagt hier weiter in Ferrari. Da waren wir gerade drauf. Jetzt sind wir wieder in der Schikane Richtung Melbourne Herpin. Er kommt da wieder sehr gut raus. Wir sehen, wie der Ferrari da verteidigt. Wir schauen mal hinten raus. Nürnberger mit einer weiteren schnellsten Runde. 34.550. So, er kann sich aber sehr gut behaupten. Dahinter müsste Julian Kunkel noch sein, ein Porsche. Ja, da hoffst du natürlich, dass er hinten nicht drauf donnert, aber sieht ganz gut aus. Ein paar Ründchen konnte man jetzt schon fahren, die ersten 10 Minuten sind vorbei. Nürnberger vorne hat alles im Griff, 5 Sekunden ist der schon weg. Also wenn der jetzt keinen Unfall baut, ich glaube, dann wird das, ja, kein einfacher Sieg, aber ein sehr, sehr wahrscheinlicher Sieg. Aber müssen wir mal schauen, Boxenstopp muss natürlich auch nochmal funktionieren und sich keine Strafe holen. So, was geht weiter vorne? Schafhauser ist noch an Martin Kraus dran, 0,6 Sekunden. Marc Wittmann nochmal 2 Sekunden dahinter mit einem kleinen Sicherheitsabstand. So, um Gela wird es aber interessant. Philipp Nurk jetzt nochmal hier rangekommen, der sich den BMW nochmal holen will. Davor hat er noch ein BMW. Schönes BMW-Dreierpack, was wir hier gerade sehen. Ja, manchmal spinnt die Anzeige ein bisschen. So ein bisschen beobachten. Aber ich glaube, die Abstände sind ohnehin nicht so eng, dass wir da immer nachgucken müssen. Alles hier auf der Geraden. Heißt man, ja, der ist irgendwo eine halbe Runde zurück. Und Lukas, ja, der ist ungefähr 4 Sekunden. Das müsste hinhauen. Aber hier sollte es hinhauen, Noack. Ja, mal sehen, es kommt auch er wieder besser raus als der Vordermann. Aber da kommt er dann zu weit raus. Sonst hätte er sich vielleicht daneben setzen können. Musste dabei wirklich aufpassen, das Auto nicht zu verlieren. Auch hier beim Anbremsen leichter Quersteher. Ah, klar, du willst natürlich hier spät bremsen, wenn es geht. Also die drei Autos schön dicht hintereinander. Nürnberger nochmal eine schnellste Runde, 34.160. Den beirrt da vorne gar nichts. Also ganz, ganz, der ist etwas lost heute. Ja, schauen wir mal. Aber hier Nürnberger auf jeden Fall vorne, 6 Sekunden. Hier sehen wir es, 34er Zeiten fährt er sehr konstant, sogar immer schneller. Erst 34.75 und dann 34.160, auch die absolut schnellste Runde. Brandon Geitz dahinter eine 34.5 gefahren, also nochmal 4 Zehntel langsamer. Genauso schnell ist Martin Kraus hier auf der 3. Tim Schafhauser, der ist aber einen Tick schneller gewesen in seiner schnellsten. Und dementsprechend macht er hier auch Druck auf den AMG aufs Podium. Kann mal gespannt sein, ob er sich seine Startposition wiederholen kann. So, Brandl jetzt hier vorbeigekommen an Brückner. Wir gucken nochmal 10 Sekunden zurück. Oder war es ein Anzeigefehler? Ah, glaube war ein Anzeige. Nee. Audi müsste da vorbeigegangen sein. Zumindest jetzt im Moment. Na, hier hat er ein bisschen Platz gelassen. War sich vielleicht nicht sicher, ob der Audi da auf der Innenseite ist. Aber hier sehen wir es jetzt, Brückner an Brandl vorbeigekommen. Und damit der dritte Positionsgewinn für ihn. Brandl hat aber auch schon 6 gewonnen. Klar, da waren jetzt auch schon 2, 3 Autos in der Box. Beziehungsweise Marcel Lang hatte auch schon eine DT. Da wahrscheinlich erstmal profitiert. Müssen wir dann nachher mal gucken, wenn es boxstoppbereinigt wieder alles ist. So, Philipp Noack. Dann gucken wir lieber mal beim Teamkollegen vorbei vom Ed Eismann. Der guckt nämlich hier seinerseits an Oliver Gehler mal vorbei. Der jetzt ja eher in den Rückspiegel schauen muss als nach vorne. Der ist hier schön im BMW Sandwich. Schafhauser geht gerade an Kraus vorbei. Ein paar Meter davor nämlich. Ja, und da gibt es gleich den direkten Gegenangriff. Überschießt leicht der Porsche. Könnte einen guten Switchback machen und geht damit zumindest mit der Nase mal vorbei. Mal sehen, ob das auch reicht, um sich vorne zu halten. Hier sehen wir es links daneben, ist der AMG. Uiuiui, jetzt gehen die wahrscheinlich zu zweit in die erste Kurve rein. Ja, kann funktionieren, ist sehr, sehr eng. Die Kurve macht gefühlt so ein bisschen zu. Und das weiß auch Tim Schafhauser, zieht hier eher zurück. Versucht jetzt hier ein bisschen Druck auch zu üben. Wir fahren mal hier mit. Und ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig hier, bei den Regenbedingungen so dicht hinterher zu fahren. Du siehst den Apex nicht, du, ja, wenn du einmal sich verbremst, dann geht's direkt in den AMG rein.
Aber der Tim macht das sehr, sehr gut. Old Herpin hier bleibt auf jeden Fall erstmal dran. Also, ja, war mal kurzzeitig vorbei. Hat dann am Ende aber nicht ganz gereicht hier. Jo, Lama. Viel Spaß dann im Lurk. Ja, spannendes Rennen absolut. Die Bedingungen tun da ihr Übriges zu. So, Marc Wittmann direkt dahinter. Ben Utzer auch nochmal von der Partie. Die holen natürlich auf dadurch solche Zweikämpfe da vorne. Es regnet ja auch im Auto. Bei wem? Ja? Yeah? Nee. Oh, da war gerade ein Onboard dabei, wie er hier vorbeigeht jetzt am AMG. Dann gehen wir mal beim AMG rein. Ich hoffe, da ist alles trocken soweit. Sieht aber ganz gut aus. Also, da haben wir den Überholvorgang gesehen. Ed Eismann gerade mit einer gelben Flagge. Aber wir gehen mal zu Philipp Nowak. Vielleicht, der ist immer noch dran. Und ja, da kann jetzt natürlich Witzmann da unten, der grüne BMW, profitieren. Kommt da jetzt leicht weg. Krehling mit einer gelben Flagge. Marcel Lang mit einer gelben Flagge. Oh, oh, wie stehen die denn hier? Gucken wir mal beim AMG da unten. Das müsste Ed Eismann noch gewesen sein. It's me, moin. Also hier wird auch ein Fahrfehler. Ja, hier sehen wir es auch wieder, der Linksnick gewesen sein. Marcel Lang verliert ja gleichzeitig an anderer Stelle nochmal das Auto. Und dann geht es auch nochmal leicht in die Wand rein. Fischer müsste jetzt auch eine gelbe Flagge gerade gehabt haben. Ah, ist noch die Wiederholung. Wahrscheinlich in der Schikane, würde ich mal fast behaupten. Aber wahrscheinlich nichts Wildes gewesen zu sein. Vielleicht auch nur leicht off-track hier. Sieht noch alles heil aus. So, irgendwas hat sich da vorne gerade getan, meine ich. Auch nicht mehr ganz mitbekommen. Wittmann hier auf der 6. Weinzettel auf der 7. Wittmann auf der 8. Alles mit W hier. Auf der 6, 7, 8. Ja, Ben Utzer, der Aston Martin. Der auf jeden Fall einer der größeren Gewinner hier in den Top 10. Ja, wenn du einen halben Swimmingpool im Auto hast, ist nicht so geil. Das glaube ich auch. Zumindest nicht in der Situation. Ist ja auch noch mehr Gewicht im Auto. Weiß nicht, ob das so dolle ist. Mann, ich sehe aber blass aus heute. So, König, der ist dran und fast vorbei am BMW, reicht aber auch hier nicht ganz. 13 Sekunden nach hinten zur nächsten Position, zur Position 20. Krehling kommt jetzt auch rein, weiß nicht, ob der ein bisschen Schaden hat oder so. Der hat ja immer mal wieder ein bisschen Oversteer, haben wir gesehen. Also König jetzt an Porter dran, zwei Positionsgewinne hier. Und beim GSE, oh, da geht er jetzt auf Track. Hoffentlich kommt er jetzt nicht komplett auf die Strecke. Nochmal gut abgefangen. Aber bei Regen bist du nur Zuschauer auf so einem, ja, sehr, sehr nassen Gras. Da kannst du auch in die Bremse treten, wie du willst. Das Auto macht, was es will, bis es irgendwann doch mal stehen bleibt. Aber, glaube, alles gut gegangen hier, wie wir gesehen haben. Auch nicht ganz auf die Ideallinie gerutscht. Also jetzt hier, ja, auch wieder ein bisschen off-track auf der 19. So, Philipp Nowak jetzt in der Melbourne Hairpin erstmal daneben. Aber reicht es jetzt hier? Nee, reicht immer noch nicht. Also wie gesagt, hier letzter Abschnitt. Da sehen wir immer wieder Duelle. Da muss er leicht ausweichen vielleicht. Oder holt er jetzt mehr Schwung? Mal gucken, ob er die Traktion auf die Strecke bringen kann. Versucht natürlich hier jetzt irgendwie mal die Nase daneben zu halten. Augenscheinlich kann er hier schneller als Oliver Gehler. Aber ja, mal eben vorbeikommen ist hier im Trockenen schon nicht so einfach. So, da oben sehen wir Stefan Krehling gerade, den AMG. Sah, glaube ich, auch nicht mehr ganz heil aus. So, Porter Brandl, da sehen wir, na, zumindest erstmal das Überholmanöver. Jetzt ist die Frage, kann Porter sich vorne halten oder kann Brandl auf der Innenseite jetzt hier der schwarz-weiße BMW nochmal reinhalten? Er versucht es auf jeden Fall, da gibt es die Kollision. Er selber dreht sich jetzt blöderweise ein bisschen weg, zumindest nichts Wildes. Also den Kampf hat er erstmal verloren, Position behält er erstmal. Da ist Daniel Griffins BMW, ich nehme mal an, dass es Ed Eismann ist. Platz 23, jawohl, der rundet sich sozusagen gerade zurück. Dahinter noch die 25. Das ist der Luca. Oh, jetzt hat er sich weggedreht hier. Der Ed Eismann. Also, der ist auch froh, wenn die 45 Minuten gleich vorbei sind. Dann wird er wieder was anderes machen. Nehme ich mal ganz stark an. Aber er fährt jetzt erstmal weiter. Mal sehen. Vielleicht geht ja noch mal ein bisschen was. So, vorne ist es super, super langweilig. Also Nürnberger vorne. Na, wenn sich die Anzeige mal rüttelt. Auf jeden Fall ein großer Abstand hier, 6 Sekunden ungefähr. Brandon Geitz auch nochmal 4 Sekunden vor Tim Schafhauser. Dann haben wir Martin Kraus, der AMG, auf der 4. Also jetzt keine akuten Zweikämpfe auf den Podiumspositionen. Ben Utzer, Marc Wittmann, Weinzettel sehen wir hier auch wunderbar aufgereiht. Dann haben wir hier, jetzt mal auf der 8 so rum, 4 Sekunden dahinter. Schafhauser jetzt aber mit der 9 schnellsten Runde, 1:34.057. Also nochmal eine gute Zehntel schneller als Nürnberger vorne, während Nowak immer noch nicht vorbeigekommen ist. Also, der wird auch froh sein, wenn er hier mal endlich die Position gewinnt. BMW da unten, ja, ein bisschen weggekommen, aber nicht so komplett, sage ich mal. Obwohl er da ganz gut freie Fahrt hat, wie wir hier sehen, 4, 5 Sekunden.
Also, er muss da mal zusehen. Ja, Noah, kann er sich jetzt daneben setzen? Eieiei. Da gab es einen leichten Kontakt, gab es da. Da gibt es auch direkt mal die Lichthupe. Ja, kann man wieder drüber streiten. Hat der Vordermann zugemacht oder muss man da als Hinterherfahrender reinhalten an der Stelle? Das geht im Trockenen vielleicht. Das geht ja alles Vollgas im Trockenen. Kleiner Slide hier von Oliver Gehler. Aber am Nassen, ja, da ist das eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Da in diesen leichten Rechts-Links-Kurven. Haben wir hier ja auch schon gesehen am Anfang. So, Brückner, der demonstriert uns das Ganze mal nach der ersten Kurve oder? Ja, in der ersten Kurve hier ein bisschen Oversteer und da dreht sich das Heck und dreht sich das Heck. Da kannst du gegenlenken, wie du willst. Kannst nur warten, bis das Auto steht. Und dann geht's jetzt hier weiter. Don Salas, der Wald an Fischer vorbeigekommen. Der müsste auch ein bisschen off-track gewesen sein. Ja, an der Old Hairpin. Oder hat er nicht ganz getroffen? Da geht's off-track. Ja, passt. Aston Martin geht außenrum vorbei. Der Schweizer müsste das sein, genau. Und Aston Martin hier jetzt auf der 14. Aber immer noch eine Position verloren. So, alle noch dabei. Wir gucken mal kurz. Die letzten 5 Autos waren bereits in der Box. Hier Brückner schon wieder auf Track. Ach du meine Güte. Also, wenn du da so oft auf Track bist, dann kommst du natürlich auch nicht so richtig in den Rhythmus rein. Verlierst du so ein bisschen, ja, das Vertrauen ins Auto. Wir sehen auch, wie er sich hier wieder so ein bisschen nur wegdreht einfach. Als wenn der Grip einfach komplett weg ist. Also, war ja in dem Moment auch. Aber dann weißt du auch nicht mehr, wie kannst du jetzt aufs Gas gehen? Wie viel kannst du noch einlenken, ohne dass das Auto sich wegdreht? Marcel Lang hat nochmal profitiert. Der schon eine DT hatte, aber trotzdem hier auf der 18 erstmal fährt. Also Pierre Brückner hat er schon mal hinter sich gebracht. Dahinter waren ja bereits alle in der Box. So, dann gucken wir wieder bei Philipp Noack rein. Ah, der hat auch noch Schaden. Das kommt natürlich auch noch dazu. Oliver Gehler jetzt hier. Da ging es jetzt endlich vorbei. Schauen wir mal, gab es da eine Berührung diesmal? Wieder die gleiche Stelle wie letzte Runde. Oh, ja, gab es da Berührung? Habe ich nicht ganz gesehen jetzt aus der Distanz. Auf jeden Fall geht jetzt Philipp Noack vorbei auf die 9. Position. Also jetzt hat er es geschafft, wie auch immer. Und jetzt muss er mal gucken, dass an Philipp Witzmann rankommt. Der hat jetzt ein bisschen Luft nach hinten. Immer noch gut Luft nach vorne. Und dann geht es vielleicht doch mal ein bisschen weiter in die Top 10. So, Philipp König kommt gerade raus, direkt hinter Lukas, seinem Teamkollegen hier. Gucken wir mal, ob wir ein teaminternes Duell bekommen. Philipp König hier mit einem guten Boxenstopp. Also der hat wohl Reifen gewechselt, würde ich mal behaupten, laut Standzeit zumindest. Also der könnte hier mit frischeren Reifen unterwegs sein. Ja, nach 20 Minuten. Gucken wir mal, was da geht. So, es hat Porter hier das Auto verloren. Schon gleich ein kleiner Drift hier beim Anbremsen für die Old Hairpin. Und dann rutscht auch er hier rechts weg. Also da bleiben, ja, sehr, sehr wenige Autos heute verschont von. Jetzt geht Christian Brandl vorbei. Gucken, Marcel Lang profitiert hier mal wieder von einem Fehler vom Gegner. Geht jetzt auf die 17 erstmal. So, Lukas Hunter. Oliver Gehler war ja hier vorbeigekommen irgendwann mal, anscheinend. Ja, da hat man ja vorhin das Duell gesehen. Glaube ich, waren die doch, oder? Oder war es Ohlinger? Bin mir ganz sicher. So, Kunkel, der ja sehr weit vorne gestartet war auf der 2. Position. Der kann sich wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Vielleicht 0, bisschen was Sekunden ist an Lukas Hunter dran. Philipp König, was ist bei dem los? Der kam doch erst gerade aus der Box, ein Teamkollege unten, der Aston Martin auch leicht auf dem Gras. Ah, da ist er ausgewichen, dann wahrscheinlich weggerutscht. Nein, dreht hier einmal rum, hat wahrscheinlich kurz gewartet, bis hier wieder freie Fahrt ist, dreht hier seine Runden. Also da wollte ein Teamkollege natürlich nicht abschießen. Ja, da oben kommen die ganzen Gegner, da wartet er. Er ist ohnehin letzter, im Moment zumindest. Also da ist gerade nicht so viel zu holen. Ed Eismann kommt jetzt rein. Lukas, der war ja schon drin. Ah, Marcel Lang, schauen wir mal. Porter. Oh, geht jetzt weit hier. Erste Kurve. Da würde die Position auf jeden Fall verlieren. Hoffentlich geht das hier ohne größere Kollision. Pierre Brückner jetzt, der noch nicht in der Box war. Mal gucken, wie lange er draußen bleiben will. 33,780 jetzt von Nürnberger. Hat sich also die schnellste Runde wiedergeholt. So, jetzt fährt er hier schön dicht auf. Sehr, sehr angenehm, wie wir hier sehen. Hinter Max Porter. Ja, 4 Positionsgewinne im Moment. Wittmann kommt jetzt gerade rein. Ja, ist die Frage, wann man reingeht. Wenn die Brücke so gar nicht passen, dann kommt man vielleicht ein bisschen früher rein, damit man nicht allzu viel Zeit verliert hier. Moin, moin, herzlich willkommen. Oh, ihr schöner Drift, da geht's auch zu weit raus und da wird der Audi jetzt vorbeigehen. Pierre Brückner gewinnt also die Position. Max Porter damit noch mit 3 Positionsgewinnen unterwegs. Aber noch alle dabei. So, Ed Eismann, auch noch eine DT abgesessen, sehe ich gerade.
Also ich glaube, der ist aus der Box gestartet, dann hat er den Boxenstopp gemacht und dann eine DT. Würde ich mal so interpretieren. Also dreimal, beziehungsweise zweimal war der jetzt während des Rennens in der Box. 4 Sekunden hinter Lukas König. So vorne, na, geht da noch was? Machen wir den Zeitenvergleich hier zwischen den letzten 3 Runden. Ja, beide fahren hier 34er Zeiten. Ja, da ist doch Schaffhauser ein Tick schneller, tendenziell zumindest über 1/2 Sekunde hat er die letzten 3 Runden aufgeholt auf Brandon Geis auf die 2. Position. Da unten sieht er ihn ja auch, den Porsche-Kollegen. Also gucken wir mal, ob sich da nochmal was entwickelt. 38 Minuten hat er dafür noch Zeit. So, Wittmann. Ah ne, der hatte auch eine DT leider. Das war kein normaler Boxenstopp. Also der muss auch nochmal reinkommen müssen. Also die DTs, ja, ich will nicht sagen, die passen hier rein, aber 2 Stück, 3 Stück müssten wir schon gehabt haben jetzt. Also auch hier beim Regen sind die Tracklimits nochmal ein Thema. So, dann gucken wir mal hier beim Dreiergespann 10, 11, 12 bleiben wir ein bisschen drauf. Porta Alisch, mal schauen, was da noch geht. Wobei, das ist nicht Boxenstopp bereinigt. Da muss Porta ja nochmal reinkommen. Da wird Alisch auf jeden Fall nochmal vorbeiziehen. So, jetzt gucken wir mal, was die beiden Porsche-Kollegen hier machen. Wittmann haben wir hier. Most Wanted Piloten. Kunkel haben wir auf der 12. Der natürlich pace-technisch ein bisschen schneller unterwegs ist als ein 12-Platzierter. Aber hat sich aber erledigt. Wittmann kommt jetzt rein. Ich hoffe zum normalen Boxenstopp jetzt. Also das Dreiergespann hat sich jetzt hier aufgelöst. Lukas Hunter auf der 10 der 7. Position im Moment gewonnen hat. Der muss nochmal reinkommen. Ja, Schaffhauser holt hier so ein bisschen auf. Letzte Runde wieder 4 Zehntel aufgeholt. Wird immer mehr und mehr. 33,9 ist er gefahren. Also Brandon Geis muss auf jeden Fall nach hinten schauen. Da sieht er vielleicht noch den Porsche. Zumindest im Zeitentableau wird er sehen, dass er da immer näher kommt. Wenn es auch ja, immer ein paar Zehntel sind. Aber das könnte nochmal eng werden. Also Boxstopp muss er gut über die Bühne bringen. Sonst könnte Schaffhauser da vielleicht ja, noch näher rankommen oder sogar vorbeigehen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wenn es in so ein paar Minuten, denke ich mal, losgehen wird, dass dann ganz viele reinkommen werden. So, eine SG30 gab es auch schon. Sehe ich gerade für die Nummer 12. Philipp König. Ah, deswegen war der zweimal in der Box. Also eine SG30 war dabei und ein normaler Boxenstopp. Und dementsprechend hier auf der vorletzten Position. Uiuiui, Aston Martin hier das Auto auch verloren in der Old Herpin. Er hat genügend Vorsprung, hat jetzt also keine Position gekostet. Natürlich Zeit nach vorne verloren. Und der kann ja, oder ja, kann, muss, darf jetzt auch noch zu Ende fahren. Nur so, wie ich das sehe gerade. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf Schaffhauser drauf. Der kommt nämlich näher und näher. 1,5 Sekunden noch. Also könnten noch so 3, 4, 5 Runden vielleicht dauern. Na, wahrscheinlich geht es dann in die Box rein. Aber trotzdem wird es dann interessant sein, ja, wer da vielleicht Zeit gut machen kann oder wer da Zeit verliert. Kraus Utzer, da machen wir vielleicht auch mal kurz einen Zeitenvergleich. Da sehen wir, dass ja, Utzer ein bisschen schneller ist. Ja, doch, auch hier und da wieder ein paar Zehntel geholt. Fast 1 Sekunde in den letzten 3 Runden. Ist ebenso 1,5 Sekunden hier an Kraus dran. Also hier Ben Utzer, da Kraus. AMG gegen Aston Martin. 3 Positionen hat er im Moment gewonnen. Ja, das sieht also sehr, sehr gut aus. Mal sehen. Ja, Podium. 6 Sekunden ist dann nochmal das Podium weg. Bin ich nicht sicher, ob er da nochmal hinkommt aus eigener Kraft. Aber klar, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir gehen wieder zu Pierre Brückner rüber, würde ich sagen. Der geht nämlich gerade vorbei in der letzten Kurve an Marcel Lang, der da noch ein bisschen über den Körper hoppelt. Oh, der kann natürlich hier gut auf der Innenseite dagegen halten. Schauen wir mal, ob die beiden wirklich zu zweit reingehen, ob der Audi da... Nee, geht nicht daneben, geht auch wieder dahinter. Also wir sehen es hier. Oh, leichter Querschnitt vom BMW, der Audi, ja, muss sich überlegen, gehe ich jetzt hier daneben? Wie gesagt, es ist sehr, sehr... rutschig im Regen hier in dem Abschnitt. Im Trockenen kann man das mal machen. Sehen wir immer mal wieder Side-by-Side-Action Richtung Old Herpin. Sollte man sich hier aber in der Rechtskurve schon mal halbwegs geordnet haben. Denn da willst du den Schwung natürlich mitnehmen. Wobei, er hat jetzt direkt keinen Gegner hinter sich. Wäre so nicht so schlimm, wenn man hier etwas Schwung verlieren würde. Aber wir sehen auch da ein bisschen das Heck gekommen. Also wenn er hier auch ein bisschen Schaden hat, können wir ein bisschen näher rangehen. Auf jeden Fall mal vorne hat er Schaden. Ja, könnte auch sein. Also natürlich auch nicht ganz so einfach zu fahren, wenn das Auto nicht mehr ganz das macht, was du willst. Und das bei Regen, ja, willst du eigentlich gar nicht haben. So, ich glaube, Utzer holt hier auf Kraus noch eher auf als Schaffhauser auf Geiz. Während Max Ohlinger gerade reinkommt, der BMW auf der 12. Was ist bei Max Porter los? Der dreht hier ja, sein Auto im Kreis. Wird man Arnisch vorbeigekommen, hier weggerutscht und einmal ein 360er gedreht.
ne, 270er fast. Hui, auf der Innenseite noch ein AMG durch. Müsste sogar Nürnberger gewesen sein. Jawohl, hier. Was ist bei Utzer los? Oh, der war doch gerade noch dran an Kraus. Hat er jetzt hier das Auto verloren. Oh, da rutscht er auch auf dem Curb weg. Ah, sehr, sehr schade. Jetzt hat er sich da so schön ranfahren können an die vierte Position. Und jetzt verliert er das Auto und damit der Abstand nochmal auf 5 Sekunden angestiegen. Ja, da fährst du Runde um Runde. Fährst du, keine Ahnung, wie viele Minuten den Abstand zu. Und dann ein kleiner Dreher und zack, ist alles an Arbeit wieder weg. Sehr, sehr schade für ihn. Schafhauser macht gerade auch keine Anstalten, deutlich näher ranzukommen. Schauen jetzt hier mal, kriegen jetzt eine frische Zeit rein. Ja, er ist schneller. Na, diese Runde hat er eine halbe Sekunde wieder verloren. Aber davor war deutlich schneller. Aber ja, macht's auf jeden Fall spannend. Nürnberger vorne, machen wir hier mal den Zeitenvergleich. Da tut sich nicht so viel. Mal der eine schneller, mal der andere. Insgesamt die letzten drei Runden nur eine Zehntel Unterschied zwischen Nürnberger und Geiz. Aber Jan-Philipp kann es auf jeden Fall gelassen nehmen, wenn der Abstand nicht größer, nicht kleiner wird. Jetzt muss er hier mit den Überrundungen natürlich auch klarkommen. Dann kann er hier die Position 1 auf jeden Fall mal behaupten. Der Boxenstopp, ja, kann auch ein bisschen schief gehen. 4,5-5 Sekunden reichen auf jeden Fall, um das zu kompensieren. Aber wie gesagt, die Überrundung werden wahrscheinlich einer der größeren Aufgaben sein. Hier hat auf jeden Fall alles funktioniert. Weiß gar nicht, wer war das? Alisch müsste das gewesen sein. Der war auch schon drin. Hat keine Reifen gewechselt übrigens. So, Kreling stand über eine Minute in der Box. Also der hat ordentlich Schaden gehabt hier. 12 Positionsverluste. Ja, groß was gut machen wird er dann auch nicht mehr. Vor ihm waren ja schon... ja, fast alle, die nächsten Positionen zumindest, fast alle in der Box, abgesehen von Max Porter, aber 50 Sekunden Rückstand, so ein Boxenstopp dauert, na, was sind das hier, eine Minute, glaube ich, insgesamt, mit Ein- und Ausfahrt natürlich, wird er jetzt nicht so viel weiter nach vorne gespült werden, also sein Rennen leider, ja, bis dato nicht sonderlich gut verlaufen, auch er muss ein bisschen hoffen, dass noch was passiert. So, Philipp Noack, Gott, oh Gott, an Witzmann dran. Brandl geht gerade vorbei an Gehler. Hat er einen kleinen Fehler vielleicht gehabt? Nee, der kam gerade aus der Box hier. Und da sehen wir es, da kommt Brandl gerade noch vorbei. Jawohl, auf der Innenseite. Leichter Vorteil, da gab es aber trotzdem eine leichte Berührung. Ja, ich sag ja, der eine will... Oh, jetzt hat es hier ordentlich gekracht. Da sehen wir es gerade auch, Brandl. Und da oben, wer ist das denn noch? Marcel Lang. Was haben wir denn da jetzt verpasst? Schauen wir mal. So, da geht... Oh, verliert die 70. Das ist Gehler das Auto. Und ein Brandl, glaube ich, selbstständig das Auto nochmal verloren. Das Marcel Lang wurde hier ein bisschen off-track geschickt. Also, gucken wir mal. Gehler jetzt hier. Oh, da staut sich's auf. Da kommen sie mit hoher Geschwindigkeit an. Aber alles gut gegangen. Jetzt hier auf der 15. Mal schauen. Bunke jetzt noch nicht ganz vorbei. Doch, jetzt reicht's allerdings. Und Benedikt Alisch auch noch dahinter. Und der war ja auch schon in der Box. Hat aber etwas ältere Reifen und keine neuen drauf. Gela dürfte neue Reifen drauf haben. Ja, siehst du, ein Unfall und dann staut sich hier auf. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine größere Gruppe. 14, 15, 16, 17 direkt hintereinander. Bin mal gespannt, ja, wie die Abstände sich jetzt hier entwickeln werden. Ohlinger an Porter dran. Boxstopp unbereinigt allerdings. Pierre Brückner jetzt aus der Box kommend. Krehling geht gerade noch vorbei. Brückner jetzt hier mit 45 Sekunden Standzeit in der Box. Ja, dürften dann so an die 12, 13 Sekunden Schaden gewesen sein. Würde ich daraus jetzt mal interpretieren. Also geht so langsam in die heiße Phase der Boxenstopps. Oh, wo will Max Porter denn hin? Eieiei. Er wollte wahrscheinlich ein bisschen Platz machen für den Aston Martin hier. Aber auf der Strecke bleiben darf er dann doch schon. So, Schafhauser ist ganz, ganz dicht dran an Geiz, was glaube ich eben noch. Der kommt aber gerade rein. Nürnberger, der Führende, kommt rein. Damit haben wir jetzt Brandon Geiz auf der provisorisch ersten Position. Oh, da oben schon wieder einer off-track gewesen. Wittmann war das, glaube ich. So, Gela hat er jetzt hinter sich. Vor sich hat er Kunkel. Die waren auch schon alle drin. Also, die kämpfen tatsächlich hier um diese Position. Relativ gesehen zumindest. So, so viele Autos fehlen gleich gar nicht mehr. Max Porter auf der 17 und die ersten 6 Autos. Wer geht denn da oben weit? Gela, wo wollte der denn hin? Ach du meine Güte. Jetzt sehen wir immer wieder off-track, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden bekommen da vorhin. Weiß, ob das vielleicht reinspielt. Schauen wir mal, wo er jetzt hier das Auto verloren hat. Hier im Linksnick haben wir es schon ein, zwei Mal heute gesehen, dass man das Auto verliert.
Ja, hier bremst er relativ kurz danach an und da verliert er das Auto. Da geht es dann geradeaus ins Kies. Oleger und Porter, Brandl, Lang gehen alle vorbei hier. Jetzt muss das Auto erstmal drehen, beziehungsweise, wie wir sehen, hat er sich wohl zurückgesetzt. Hat er jetzt keine große Motivation mehr weiterzufahren, würde ich daraus interpretieren. Und Philipp Noack hier noch nicht in der Box gewesen, aber zumindest im Moment auf der vierten Position. An Philipp Witzmann ist er dran. Also den, ja, kann auf jeden Fall gefährlich werden. Vorhin war da ja noch ein anderer BMW dabei, wo Philipp Noack nicht direkt vorbeigekommen ist. Und da hatten wir Philipp Witzmann davor gesehen, der da mal zwischenzeitlich ein bisschen weggekommen ist. Aber jetzt hier, ja, immer noch den Philipp Noack hinter sich hat. Jetzt kommen wir bei Fischer rein. 1,8 hinter Scharfhauser, aber das ist auch Boxenstopp unbereinigt leider. Boxenstopp bereinigt ist es aber zwischen Alisch und Wittmann weiterhin. Oh, Porsche muss aufpassen hier beim Rausbeschleunigen. Auch der BMW relativ weit draußen auf dem Gras. Ja, wenn du mal einen Tick zu viel auf dem Gas bist, dann rutscht dir das Heck leider weg. Ja, 70 hat sich leider zurückgeportet. So, vorne seht ihr, es geht jetzt alles in die Box rein. Martin Kraus, Ursa, da ist er. Dann haben wir Ben Utzer. Dann haben wir Witzmann drin. Hunter sehen wir hier, das ist der Ferrari. Kommt jetzt rein. Gucken wir, ob Brandon Geitz reinkommt. Der fehlt uns noch. Gonzalez fehlt uns noch. Fischer fehlt uns noch. Und Porter. Also vier Fahrzeuge noch. 23 noch auf dem Server. Einer gerade runtergegangen. Dürfte wohl die 70 gewesen sein. Also müssen wir ein bisschen warten, bis sich das vorne wieder sortiert hat. Philipp König, der war leicht off-track. Da geht gerade ein BMW vorbei. Keine Position. Oh, es muss erstmal zusehen, dass er wieder auf den Asphalt hier kommt, damit er mal halbwegs wieder Grip hat. Jawohl, der hat das geschafft. Hier auf der 22. Ed Eismann. Ja, ein paar hundert Meter dahinter. Hier auf der 23. Position. Er wird auf jeden Fall offiziell heute nicht letzter werden. Das steht schon mal fest. Denn einer ja vom Server runter. Also Position 23 wird es mindestens werden. Mal schauen, ob da noch was geht. Ja, sieht gerade nicht so rosig aus, sage ich mal. 37er Zeiten. Wenn es gut läuft, sehen wir hier gerade. Gucken wir mal bei König rein. Ja, der fährt 35er, wenn es gut läuft. Der scheint also doch nochmal schneller zu sein. So, Fischer müsste gerade reingekommen sein. Tolle Kamera hier auf der Strecke. Jetzt müsste hier Kredig am Brandl vorbeigekommen sein. Wir gucken ins Replay rein. Oh, der BMW hier leicht am Straucheln. Versucht sich da noch zu verteidigen. Hat er das Auto vielleicht verloren? Ja, oh, geht. Oh, ja, hätte man auch enger nehmen können, aber hat hier auf jeden Fall den Schwung verloren und der AMG denkt sich, das nutze ich aus, geht daneben. BMW wehrt sich da auch nicht allzu groß, geht dahinter auf der 19. Position. 5 Positionsgewinne hat er immer noch zu verzeichnen. Stefan Krehling hier leider mit 9 Positionsverlusten unterwegs. So, wenn die letzten 3 Autos drin waren, dann können wir nochmal auf die Position Delta schauen. Dann kriegen wir nochmal eine schöne Übersicht, wer hier tatsächlich wie viel gewonnen und verloren hat. König mit ein bisschen off-track. Wir gehen mal... Ja, wo gehen wir hin? Jetzt haben wir gerade keine direkten Zweikämpfe. Dann schauen wir doch mal, wer jetzt hier gleich in die Box vielleicht kommt. Wann Geitz reinkommt. Über die Hälfte des Rennens ist jetzt bereits vorbei. So, DTs hatten wir jetzt auch schon ein paar. Ich guck mal kurz. 1, 2, 3 Stück, glaube ich. 3 oder 4 vielleicht. Aber auf jeden Fall 3 Stück. Mal gucken, was da noch dazu kommt in den letzten 25 Minuten. Regen sehen wir. Soll noch langsamer, sag ich schon, weniger werden. Aber wird, ja, nass bleiben auf jeden Fall. So, Brückner, gerade am Brandl vorbei. Ja, auch hier wieder ein kleiner Fehler. Und der Brückner ausnutzen, der Audi-Pilot. Ja, siehste, jetzt hat er ein heiles Auto, eine Position insgesamt gewonnen. Auch hier gerade harscher vom Abflug vorbei. Hier schön über den Körper rüber geräubert. Und jetzt hier auf der 19 unterwegs. 6 Sekunden zu Krehling, der da vielleicht mit Marcel Lang nochmal zu tun haben könnte. Gucken wir mal hier an die Zeiten. Da war Krehling letzte Runde auf jeden Fall mal 19 schneller. Davor war Marcel Lang in der Box. Lässt sich nicht ganz vergleichen. Also müssen wir mal beobachten. Eine Sekunde nur zwischen den beiden hier. Der BMW und der AMG. So, Nürnberg hat immer noch die schnellste Runde mit einer 33.780. Ja, gibt tatsächlich einige, die nicht gewechselt haben, die Reifen. Ben Utzer auf der 5 zum Beispiel. Philipp Witzmann auf der 7. Genauso wie Benedikt Alisch auf der 13. Hatte ich noch irgendeinen gesehen? Ja, bei einem paar anderen weiß ich gerade nicht, weil da noch eine DT drin ist. Aber gibt tatsächlich welche, die sich hier die 5 Sekunden gespart haben. Und wenn wir uns die Abstände anschauen, ja, vielleicht hat es hier und da ja geholfen. Abstände weitestgehend noch einstellig. Größter Abstand gerade Platz 16, Platz 17, eine halbe Minute. Da ist doch eine relativ große Lücke. So, Geitz bleibt
Ah, vielleicht noch draußen, schauen wir mal. Auf jeden Fall Don Salas noch draußen geblieben. Max Porter hier gleich auch im letzten Abschnitt unterwegs. Ah, eine Sekunde nur noch. Na, ich glaube, der kommt ran hier. 9 Positionen hat er verloren. Maslang hat auch ein bisschen was liegen lassen müssen. 3 Positionen nämlich. Ja, er wird sich ärgern über seine DT. Wo immer die auch herrührt, ob es die Trackcuts auch tatsächlich waren. Denn ohne DT, ja, wäre ein Tick weiter vorne. 30 Sekunden, wie gesagt, hier der Abstand. Ohne DT dauert ja ungefähr so lange. Na, nicht ganz, ne? 20 Sekunden sehe ich hier bei Ed Eismann. Also hätte wahrscheinlich doch gar nicht so viel gebracht, um weiter nach vorne zu kommen. Ach, der arme Lukas. Der wird auch froh sein, wenn das Rennen hier vorbei ist. Tobi, danke für den 12. Monat. Ein Jahr jetzt schon. Das ging fix. So, und fix geht es jetzt auch vielleicht hier. Stefan Krehling jetzt Side by Side mit dem BMW. Ich weiß nicht, der BMW, glaube ich, macht da keine Anstalten zu verteidigen. Oh, jetzt rutscht er da weg. Hat er den AMG getroffen, bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ganz, ganz kleiner Stupser von hinten. Aber hier beim Anbremsen haben wir es gesehen. Hat das Auto verloren. Und Krehling, ja, der muss es auch warten. Pierre Brückner gewinnt hier schon wieder Position, oder gewinnt jetzt hier Position. 2 Stück auf einmal. Jan-Philipp Nürnberger mit einer 33,6 nochmal eine Zehntel rausgeholt. Die schnellste Runde nochmal verbessert. So, Brückner also mit dem 3. Positionsgewinn im Moment. Ja, viel los hier. Gucken wir mal, was die letzten 20 Minuten noch bringen. Wir warten immer noch auf 3 Fahrzeuge, die in die Box müssen. Ja, wir sehen es hier. Also auch wenn du mal 4-5 Sekunden hinterher fährst oder Abstand hast zum Vordermann, da vorne kann es auch, vorne kann so schnell was passieren. Wir sehen es da mal, ein bisschen auf den Curb angebremst, aufs Gras gekommen, bisschen untersteuern, irgendeine Pfütze mitgenommen und zack, ja, kannst du da vorbeigehen oder zumindest mal aufschließen. So, gehen wir da rauf. Gucken wir mal, sagen seine Zeiten. Na, die schwanken so ein bisschen. 38, 45, 42. Sein direkter Gegner davor aber genauso unterwegs. 52, 35, 37er Zeiten. Oh, auch hier. Oh, dahinter kommt Andrew Griffins BMW an. Oh, da unten Off-Track. Eieiei, die fahren hier teilweise Rallye. Sehr, sehr abenteuerlich. Sieht spektakulär aus. Ist natürlich nicht so schnell. So, Brandon Geitz vorne kommt jetzt rein. Damit wird Nürnberger mit, ja, doch ein bisschen Abstand wahrscheinlich auf die 1 erste Position gehen. Vorhin waren es, glaube ich, so 4, 5, 6, glaube ich. So, da geht er vorbei. Ist ja keine direkte Position. Aber Lukas da außenrum versucht das. Und da verliert er nicht das Auto, aber zumindest mal die Linie. Und kann damit erstmal nicht vorbeigehen. Auch Max Porter kommt rein. Das heißt, Patrick Donzalas, der Aston Martin auf der 3, ist das letzte Fahrzeug, was uns noch fehlt für den Boxenstopp. So, Brandl muss auf jeden Fall jetzt nach hinten gucken. So, Geitz wieder auf der Strecke mit 6 Sekunden Rückstand. Da hat sie also nicht sonderlich viel getan. Ist im ähnlichen Bereich geblieben wie vorhin. Also Nürnberger muss jetzt die letzten 21 Minuten noch rumkriegen. Und dann holt er sich hier den, ja, 3. Sieg im 4. Rennen in dieser Season. Oh, jetzt geht's hier auf, ups, ich mache mal Licht hier auf der Innenseite womöglich vorbei. Wir schauen mal kurz aus, denn jawohl, Lukas kann sich hier den Brandl holen in der letzten Kurve. Ah, Beleuchtung wieder on top hier. So, dann Salas auch drin, da rechts sehen wir ihn, damit können wir uns die Boxenstopps ausblenden. Dann kommt er da oben gleich wieder raus und dann haben wir wieder ein Boxenstopp-bereinigtes Feld. Und sehen Platz 6, Platz 7, relativ eng hintereinander, 1,5 Sekunden. Dann haben wir den Zweikampf hier, jetzt gucken wir, wo Don Salas rauskommt. Wo ist er denn? Hier auf der 12. Position, Benedikt Alisch kommt da noch angefahren, aber das reicht bei weitem nicht. Don Salas ist hier schon in der ersten Kurve unterwegs und damit eine Position gewonnen insgesamt. Also schauen wir mal. Da vorne muss jetzt was passieren. 5 Sekunden Abstand. Ja, im Schnitt 5 Sekunden bei vielen, vielen Abständen. Wir sehen es auf der Karte auch relativ gut aufgeteilt, das ganze Feld hier. So, dann gucken wir mal bei Platz 6 und Platz 7 rein. Was sagen da denn die Rundenzeiten? Oh, Weinzettel deutlich schneller als Witzmann hier. Über eine Sekunde holt er da im Schnitt auf. Also da wäre bei nächste Runde, spätestens übernächste normalerweise, ein Angriff sehen hier. Weinzettel, der AMG. Da oben ist er. Und hier der BMW. So, da macht, glaube ich, Pierre Brückner gerade ein bisschen... Nee, ist das Brückner? Müsste Brückner sein, ne? Da Platz für die beiden. Und dann kriegen wir hier vielleicht den Zweikampf auf der 6, auf der 7. Davor, ja, warten wir ein bisschen ab, was die Abstände sagen. Krehling lang. Nee, Brückner, Krehling. Oh. Da hat Brückner natürlich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Dadurch, dass er die beiden da durchgelassen hat. Jetzt ist Krehling nochmal direkt im Genick. Was sagen deren Zeiten?
Ja gut, Brückners Zeit jetzt natürlich ein bisschen langsamer durch die Überrundung. Aber sonst, ja, müssen wir mal schauen. Das ist ein bisschen durchmischt bei den beiden. Oh, was ist bei Fischer los? Fischer auf der 15 verliert hier ohne Druck das Fahrzeug, wie es aussieht. Na, ja, da wieder weggerutscht. Hat da relativ früh reagiert. Sofort auf die Bremse hier gegengelenkt. Bleibt hier auf der 15. Position. Was war Max Porter? Oh, oh, oh. Jetzt haben wir den nächsten Unfall. Wieder Kurve 1. Frozen Moin. Verliert hier das Fahrzeug. Das Heck. Der BMW versucht hier sofort zu drehen. Da geht, glaube ich, der Lukas vorbei und Brandl auch noch vorbeigezogen. Da der BMW hier jetzt auf der 8, auf der 20 unterwegs. Ja, wir sehen hier die BMWs weiterhin eher weiter hinten. Uiuiui, jetzt kommt er auch zu weit raus. Aber kein Problem, keine Position, die er verloren hat. Ah, jetzt haben wir noch ein paar Zweikämpfe. Wir sehen es jetzt hier Kreling direkt ran. Da fahren wir mal mit, würde ich sagen. So, jetzt geht's Richtung Schikane. Da haben wir heute wenig Angriffe gesehen. Trocknen schon sehr, sehr tricky, aber im Nassen... Ja, da willst du natürlich das Auto nicht verlieren. Ist auch sehr holperig da auf den Curbs. Also da positionierst du dich vielleicht eher dahinter und dann hoffst du hier auf den Fehler vom Vordermann in der Melbourne Hairpin zum Beispiel. So, letzte Viertelstunde bricht gleich an. Sehr, sehr spannendes Rennen an der einen oder anderen Stelle. Vorne leider nicht, also Nürnberger scheint sich da die erste Position zu sichern. Ich zeige nochmal hier die Position Deltas. Die Boxstopps sind ja soweit durch, also Boxstopp bereinigt. Aktuell da Brandon Geitz auf der zweiten Position 3 gewonnen. Ben Utzer auf der 4 mit 4. Witzmann Weinzettel jeweils 4. Lukas Hunter stark auf die 9. vorgekommen. Also haben auch viele, viele ja heute was gut machen können. Verloren haben aber auch einige Kunkel natürlich ganz am Anfang da. Kreding sehen wir gerade, der da auch den einen oder anderen ja, kleinen Vorfall hatte. Kleinen Dreher zumindest auch mal einen mitbekommen hat. Versucht hier noch halbwegs Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber viel mehr als Platz 16. Wird es wahrscheinlich nicht. Davor ist es doch schon eine halbe Minute und dann noch mal fast eine halbe Minute an Abstand. Da wird er jetzt nicht so zufrieden sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber auch er wird die letzten 17 Minuten über die Bühne bringen und gucken, dass er zumindest mal auf die 16. Position vorfährt. Lukas König wieder mit einer gelben Flagge. Da schalten wir jetzt aber nicht noch mal hin. Wir gehen mal zu Kunkel rüber. Der ist eine Sekunde dran an Lukas Hunter. Was sagen die Zeiten? 34er Zeiten gegenüber 35, 36er Zeiten. Also auch da kommt der Hintermann deutlich, deutlich ran. Gucken wir mal. Beide 8 Positionen gewonnen bzw. verloren. Oh nein, jetzt verliert Kreling hier das Fahrzeug in der Schikane. Kaum haben wir da mal hingeschaltet. Ah, da war er doch so dicht dran und Marcel Lang gewinnt jetzt nochmal eine Position. Porter geht gerade an Brandl vorbei. Oh, jetzt gehen sie sich auch hier wieder ein, ja, leider Eigenverschulden, hätte ich fast gesagt. Zumindest keine Fremdeinwirkung. Christian Brandl verliert da das Heck wieder und ja, auf der 21 unterwegs. Max Porter, ja, der da jetzt auf die 20 vorgerückt ist. So, Weinzettel erwarten wir eigentlich auch noch einen Angriff auf Witzmann. Kunkel Hunter ebenso. Ja, aber trotzdem nur ein Auto bisher verloren. Auch wenn man sich hier teilweise schon ja, überrundet hat. Vorne sind wir in der Runde 28, hinten sind wir ungefähr 2 Runden zurück. So, dann gehen wir mal auf den Vordermann drauf hier, auf Philipp Witzmann. Razorlol, danke für den zweiten. So, ein Tick kühler geworden, sehe ich gerade. Aber doch relativ konstant geblieben. Vor allem auch konstant nass. Ja, aber war absehbar. Trainingsserver war weitestgehend nass. Und die Wettereinstellung war noch vorher bekannt. Aber das war jetzt keine Überraschung, dass das hier so ein Sauwetter wird. Da konnte man sich ganz gut vorbereiten. Aber was bringt die ganze Vorbereitung, wenn du im Rennen dann doch mal einen kleinen Fehler machst? Und wir sehen ja, wie viel das zum Teil hier gekostet hat. So, da geht's vorbei am AMG von Lukas König, der heute, ja, keinen guten Tag hat leider. So, Witzmann jetzt dran, wir fahren mal mit. Da vorne ist der BMW, kann er sich ganz, ganz groß anschauen. Aber wenn es nach ihm ginge, ja, würde ihn sich gerne im Rückspiegel betrachten. Mal gucken, wann hier Witzmann anfängt zu verteidigen. In der Kurve jedenfalls noch nicht. Da rechnet er noch nicht mit dem Angriff. Lukas Hunter muss auch mit dem Angriff rechnen auf der 9. Position. Wo sind die denn gerade unterwegs? Ja, 2 Kurven dahinter.
Ist mal geizlos. Achso, der überrundet gerade. Also Kunke, hier nochmal der Porsche am Ferrari dran. Einzige Ferrari heute, der aber mit zu den größeren Gewinnern heute zählt. Hat, glaube ich, auch keinen großen Fehler gemacht. Zumindest haben wir es nicht mitbekommen, dass der mal neben der Strecke war. Und denke mal, das ist auch so gewesen. Sonst hätte er hier nicht so viele Positionen gewonnen. Also ganz, ganz starkes Rennen hier. Ist dann Brandl kurz gelbe Flagge gehabt. Aber konzentrieren wir uns mal auf die Zweikämpfe. 14 Minuten sind es noch. So, Schafhauser, vorne war der nochmal an Position 2 rangekommen, aber inzwischen Abstand wieder einen Tick größer geworden. Obwohl die letzten drei Runden wieder 2 Sekunden rangefahren. Also, ja, mal gucken, wie sich das da jetzt entwickelt. Hätte ich eigentlich schon mal mit dem Angriff gerechnet. Hatte offenbar irgendwo mal ein bisschen Zeit liegen lassen. Vielleicht, ja, Überrundung gewesen, kleiner Quersteher gehabt, ihr wisst es nicht ganz genau. Aber wir sehen, der Abstand bleibt noch halbwegs eng. Nürnberger vorne, fast 10 Sekunden weg. Das sieht nach einem sehr, sehr souveränen Sieg heute aus. So, ich werde noch mal kurz was trinken. Und dann geht es gleich in die Schlussphase rein. So, fahren wir mal Ferrari mit durch die Schikane. Guck mal, Box, hier DTs in letzter Zeit keine. Ja, wir wissen ja nicht, wer mit wie viel Katz unterwegs ist. Kann sein, dass der eine oder andere noch ein bisschen vorsichtiger fahren muss. Und wenn du dann noch Druck von hinten bekommst, ist natürlich nicht so angenehm. Aber das weißt du, das Hinterherfahren dann ja nicht unbedingt, dass der vor dir vorsichtiger fahren muss. Ansonsten könntest du noch mal ein bisschen mehr Druck machen. Ah, Wittmann aber auch nicht mehr so weit weg. Da ist er, da blinkt er schon mal. Der kündigt sich schon mal sehr, sehr früh an. Nee, da guckt natürlich hier, dass er am Aston Martin vorbeikommt. Eine Überrundung ist das. Was fährt Wittmann? 34er Zeiten. Kunkel 35, Hunter 35. Also Wittmann holt hier auch den Zweikampf auf. Na, das könnte mal spannend werden. Hier die beiden Porsche hinter dem Ferrari. Mein Zettel Wittmann 1,8. Schafhauser 3 Sekunden wieder ein bisschen verloren. Ah, schade. Vorne hätte ich nochmal gerne einen Zweikampf gesehen. Hat sich da aber doch relativ zügig auseinandergelebt nach den ersten 10, 15 Minuten. Oh, Kreling. Och, Mann, der Arme. Auch er heute, ja, mit keinem sehr, sehr glücklichen Rennen, wie wir sehen. Auch hier rutscht er weg. Ausgang der Old Herpin. Da geht's aufs Gras. Und da geht noch Lukas vorbei, der Aston Martin von CF Racing. Und damit müsste er auch seiner Startposition sein. Max Porter auch noch vorbeigekommen. Dritter Positionsgewinn. Kreling jetzt wieder unterwegs. Lukas König, glaube ich, eben auch nochmal neben der Strecke gewesen. So, Rosa-Pierre Brückner los. Da kommen wir gar nicht hinterher hier. Ah, in der Schikane. Mal sehen, zu viel Körb mitgenommen vielleicht. Na, das passiert im Trockenen sogar auch so, wie wir es hier sehen. Dass das Heck dann ganz plötzlich kommt, weil es leicht aufsetzt und du den Grip auf der Hinterachse verlierst. Und da hat auch nochmal Masse lang profitieren können. Geht auf die 16. So, aber da wollte ich hier eigentlich hin, auf die 10. Position. Denn Wittmann jetzt auch von der Partie. Porsche haben wir gesehen, kommt da deutlich, deutlich ran. Lukas König macht da wunderbar Platz. In der vorletzten Kurve viel mehr für das Dreiergespann. Hat das da gut gesehen, dass da drei Autos im Dreikampf kommen. Und jetzt haben wir hier wirklich nochmal, ja, einen richtig, richtig schönen Positionskampf um 19 und 11. Also um die Top 10 geht's hier. Kunkel, ja, ist noch nicht vorbeigekommen an Lukas Hunter. Und der wird es natürlich sehen, dass Marc Wittmann da jetzt auch näher kommt. Und das macht die Sache nicht einfacher, wenn du noch weißt, dass du da jetzt hinten Besuch bekommst. Sonst kannst du dich hier schön nach vorne konzentrieren. So musst du jetzt langsam auch mal nach hinten schauen, gegebenenfalls. Noch nicht akut, sage ich mal. 1,5 Sekunden. Ist ja direkt dran hier am Vordermann. Aber so demnächst. Ja, auch das einzig gerade richtig spannende auf der Strecke. Also da können wir wunderbar bleiben. Uns hier den kompletten Verlauf des Dreikampfs anschauen. Die letzten 10 Minuten werden gleich anbrechen. Und dann gucken wir mal, ob Lukas Hunter hier seine starke Performance, seine starke Position auch nach Hause fahren kann. Wie gesagt, einen Fehler haben wir nicht gesehen bis jetzt von ihm. Mal gucken, wie er das handelt hier mit den zwei Porsche im Genick. Ja, wenn er Glück hat, gibt es natürlich den Angriff da von dem Porsche. Ja, da kommt er jetzt auch schon. Da kann er jetzt die Innenseite für sich behaupten. Mal gucken, lassen die sich genügend Platz, jawohl. Geht hier komplett rechts rüber. Jetzt geht es hier side by side Richtung zur Schikane. Der Ferrari da erstmal weg. Wittmann kann jetzt hier an Kunkel vorbeigehen. Hat sich also die Position geholt. Julian Kunkel leider nur noch auf der 11. Tja, da bist du die ganze Zeit dran am Vordermann und da kommt einer von hinten und überholt dich mal eben. Hätte er sich gewünscht, dass ihm das gelungen wäre gegenüber dem Ferrari. So, jetzt hat also Marc Wittmann die Karten hier in der Hand und muss mal gucken, dass er am Ferrari vorbeikommt. Kunkel wird sich ranhängen und mal gucken, dass er hier mit durchschlüpft vielleicht, wenn sich die Möglichkeit bietet.
bisschen verloren, die Linie. Nicht so wild. Da hinten hat auf jeden Fall genügend Platz. Und Salas hier mit einem Positionsgewinn, weil der letzte, der in der Box war. So, Weinzettel Witzmann. Hatten wir eigentlich auch mal ein bisschen früher was erwartet. Ups. Schauen wir mal hier, 0,8 Sekunden. Da war Witzmann auf jeden Fall mal wieder ein bisschen schneller hier und da. Zumindest vorletzte Runde und die Runde davor. In der vergangenen Runde allerdings wieder ein Tick langsamer. Ja, Sichtverhältnisse verbessern sich deutlich nicht. Zum Glück siehst du das ja im Tableau, dass da vorne vielleicht noch eine Überrundung ist. Nicht, dass du da überrascht wirst, dass da vorne noch ein Auto ist. Hier sehen wir es ja nämlich. Da ist ja der Audi von Brückner, der da überrundet wird. Und dann setzt du da vielleicht zum Angriff an und zack, ja, da ist der Audi plötzlich. Und dann fährst du da vielleicht rein, hast einen Unfall. Aber wir haben gesehen, Pierre Brückner hat da eigentlich immer ganz gut aufgepasst. Auch hier eine sehr, sehr dankbare Stelle auf der Geraden. Da gehen alle vorbei. Jawohl, der Porsche oben dann auch. War sehr, sehr eng. Aber hat auch noch alles gepasst. Ja, hier kannst du richtig gute Erfahrung heute sammeln bei den Bedingungen. Und wenn du das gut über die Bühne bringst, dann ja, weißt du zumindest mal, wie es theoretisch geht. Hier auf der Strecke. Jede Strecke hat so seine Eigenheiten, was auch die Pfützen angeht natürlich. Muss man natürlich wissen, ja, wo man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen muss, in welchen Kurven. Aber ich denke, hier inzwischen haben sich halbwegs alle dran gewöhnt. Die Austritte, ja, sind sie weniger geworden. Ein bisschen, würde ich sagen. Hier und da sehen wir nochmal den einen oder anderen neben der Strecke. Aber jetzt hier haben wir doch einen sehr, sehr, ja, schönen Dreikampf, der nochmal in eine richtig heiße Phase gehen dürfte. 7,5 Minuten gleich noch. Aber klar, du siehst nicht viel, du bist da vorsichtiger, du willst dir diese doch recht solide Position nicht hergeben oder in Gefahr bringen, denn ein etwas weiterer Austritt, dann wird ein Don Salas vielleicht auch nochmal ordentlich rankommen. Der hat zwar 9 Sekunden Rückstand, aber wenn du erstmal auf dem Gras bist, dann musst du das auch zum Stehen bekommen, da irgendwie wieder auf die Strecke kommen. Leichter Quersteher hier von Wittmann und das kostet sehr, sehr viel Zeit im Nassen. Also wir sehen hier auch ein bisschen Dirty Air noch im Spiel. Gar nicht so einfach. Schlechte Sichtverhältnisse. Dirty Air, der Druck von hinten. Vielleicht auch noch, wenn Kuckel da jetzt nochmal wieder rankommen sollte. Wobei der Abstand jetzt im Moment ein bisschen größer wird. Also das sind sehr, sehr herausfordernde Bedingungen für Marc Wittmann. Bleiben wir nochmal drauf. Weinzettel Witzmann, 6-7. Gehen wir gleich nochmal hin. Brückner Lukas. Mal schauen, ob da nochmal was geht. Abstand wird da gerade auch etwas geringer. Die sehen wir da oben im Hintergrund übrigens. So, fahren wir wieder Ferrari mit. Durch die vorletzte Kurve, durch die Melbourne Hairpin. 6,5 Minuten noch, der führende. Wo ist der denn? Oh, mehr als eine halbe Runde weiter vorne. Ja, also wir sehen da zwischen 3 und 4 zwischen dem Podium und dem Rest des Feldes 15 Sekunden Abstand. Also die sind da ein bisschen unter sich und unterwegs. Schafhauser. Ja, leider kein Angriff bis jetzt auf Brandon Geitz. Abstand wird mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Aber so richtig nebeneinander waren sie noch nicht. Brandl steht hier ja, nicht ganz günstig. Ja, lieber zurücksetzen. Ed Eismann gewinnt gerade nochmal eine Position hier, der BMW. Da siehst du, Platz 21. Hat doch noch einen Tick nach vorne gekommen. Aber der wird das heute auch als Erfahrungswert ja, verbuchen. Werden wir hier schon wieder so einen kleinen Quersteher sehen, auch hier wieder. Oh Mann, hoffentlich geht das gut bei Marc Wittmann. Hoffentlich verliert der nicht das Auto. Kunkel wird sich freuen auf jeden Fall. Auch der Ferrari von Hunter würde sich freuen. Dann ist er zumindest ein Porsche erstmal los. Denke mal nicht, sobald es hier den Abflug geht, dass man nochmal rankommt in den letzten paar Minuten. Oh, wackelig, wackelig. Wie auf rohen Eiern da draußen. Jetzt geht es hier durch die Rechtskurve, die ein bisschen blind ist im Eingang. Und jetzt hier mit Traktion aus der Kurve heraus wird beschleunigt. Auch da geht es auf den Curb raus. Also Wittmann, der ist auf jeden Fall unter... abenteuerlich unterwegs, wollte ich sagen. Immer haarscharf am Abflug, hat man den Eindruck. So, was war Ohlinger los? Der ist nochmal an Alisch rangekommen. Hier die beiden BMWs. Na, Spitze jetzt nochmal zu in den letzten 5 Minuten. Sehr schön. Moin, Hugo.
Oh, guck jetzt an Wittmann vorbei. Natürlich, wenn wir weggeschaltet haben. Wir schauen mal hier in der letzten Kurve. Scheint sich Wittmann verbremst zu haben. Da ging es ein bisschen weit raus, ja. Geht noch auf der, oder bleibt noch auf der Strecke. Aber da kann Jürgen Kunkel sich die Position endlich wiederholen. Und ja, Lukas Santa wird es freuen. Die denken sich, ja, tauscht da hinten noch gerne mal die Position immer mal wieder. Dann kann ich hier auf der 9. Position bleiben. Und hat jetzt auch mal einen relativ großen Abstand von 1,8 Sekunden. Mit der größten Abstand, den er jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall hatte. Und jetzt könnten, ja, wir vielleicht einen Zweikampf wieder mal zwischen den beiden Porsche hier sehen. Aber wir gehen kurz mal auf 6 und 7. BMW gegen AMG. Jetzt mal ein Weinzettel. Ja, ist mal wieder rangekommen. Langsam muss er aber auch mal einen Angriff setzen. Hier ist nicht mehr so viel Zeit. Der führende geht gleich in die nächste Runde. Was haben wir hier? 1,5 Minuten. Das sind dann noch 3 Runden jetzt noch. Auch für die beiden. 3 Runden und der Rest von dieser. Und dann ist das Rennen vorbei. Dann haben wir ja nicht ganz 40 Runden geschafft vorne. Also ein aufregendes Rennen hier zum Zuschauen auf jeden Fall. Zwischenzeitlich war es mal kurz ruhig, aber hier haben wir es gesehen. Da gab es doch wieder einige Aufholjagden auf die nächsten Positionen. Und wie gesagt, manche haben ja gewechselt, manche nicht. Brandon Geitz vorne auf der 2 übrigens auch keine Reifen gewechselt. Nürnberger bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn er gewechselt hat, dann hat er einen sehr, sehr guten Stop gehabt. 30,9 Sekunden Standzeit. Eigentlich hat man so 31 bis 32, wenn man noch wechselt. Oh, jetzt wird man an Kunkel vorbei wieder. Nee, hat sich da auch vertan. Wir schauen mal kurz ins Replay rein. Kunkel hier auf der Innenseite. Wittmann hat es irgendwie außen probiert oder sich einfach schlicht verbremst. Würde ich eher mal schätzen. Und dann ging es schon wieder weit. Ah, er und die Melbourne Hairpin hier werden wohl keine Freunde mehr heute. Ja, damit der Dreikampf aber so ein bisschen auseinandergezogen. Aber wir gehen rüber. Weinzettel ist noch nicht vorbeigekommen an Witzmann. Gucken wir ganz kurz zurück. Ah, die waren hier side by side aus der ersten, zweiten Kurve raus. Aber der BMW kann sich hier halten. Ist nämlich auf einer bisschen besseren Linie für die Rechtskurve. Uiuiui. Also, manche fahren jetzt nur noch zu Ende. Manche sind hier noch richtig am Schwitzen. Ganz vorne, ja, leider Kategorie. Wir fahren nur noch zu Ende. So, Ohlinger immer noch am BMW dran. Da oben sehen wir Lukas König, der AMG. Gehen wir mal zum Teamkollegen, das ist hier der Aston Martin. Der Lukas mit der 25, 1,5 Sekunden noch am Brückner dran. Der immerhin 3 Positionen gewonnen hat. So, Schafhauser nochmal mit der schnellsten Runde. 33,282, 5000stel nochmal schneller als Nürnberger. Ah, gibt ja nochmal einen extra Punkt. Das ist gar nicht Schafhauser, wo sitzt denn der, oder wo steht denn der in der Gesamtwertung? Mal kurz nachschauen. Wo ist er denn? Ach da, auf der 14 ist er. Nee, doch 14 ist er. Ja, relativ konstant unterwegs gewesen. Zweimal 52 Punkte geholt, einmal 62. Der könnte heute auf jeden Fall richtig Punkte gut machen. Ed Eismann ist in der Gesamtwertung vor ihm. Da wird er vorbeiziehen, denke ich mal. Ben Utzer kann er zumindest näher kommen. Also das wird heute ein gutes Rennen werden für ihn, was auch die Gesamtwertung angeht. So, Ohlinger, 0, ein bisschen was Sekunden. Auch er schaut hier in der Kurve, ob er da mal sich daneben setzen kann. So, geht in die vorletzte Runde für die beiden. Der Führende ist ein paar Meter dahinter. Der geht nämlich da unten am Bildrand. Da sehen wir nicht ganz jetzt in die Kurve rein. Also, die haben noch 2 Runden vor sich. Christian Bradlenko mit einer gelben Flagge. Wir bleiben aber auf den Zweikampf mal drauf. Also, Max Ohlinger will nochmal an Benedikt Arlisch vorbeigehen, der ja alte Reifen drauf hat. Max Ohlinger, ja, womöglich gewechselt. 37 Sekunden Standzeit. Schien auch nochmal ein bisschen Reparatur dabei gewesen zu sein. Vielleicht auch nur eine Reparatur ohne Reifenwechsel. Wir wissen es nicht genau. Da hören wir es jetzt. Jetzt in die letzte Runde. Die beiden haben ja gerade erst die vorletzte Runde begonnen. Also der hat nochmal etwas mehr Zeit. Nicht viel. 1,5 Minuten quasi nochmal. Und jetzt ist Brückner noch unter Bedrängnis von Lukas, der hier versucht außenrum sich da irgendwie nebenzusetzen. Switchback vielleicht. Dahinter ist noch ein Fahrzeug. Oh nein! Jetzt verliert hier Brückner das Auto. Ja, Klassiker auch im Trockenen da außen. Und dann geht es hier rechts in die Wand rein. Kreling noch vorbeigedrückt hier. Da noch ein BMW, das müsste Brandl sein. Aber Brückner leider nochmal 2 Positionen abgegeben. Und Witzmann ist noch nicht vorbei an Weinzettel an Witzmann vorbei. Also guck mal kurz zurück. Da gab es wahrscheinlich den Angriff. Ah, vielleicht war es davor. Aber hier sehen wir Witzmann immer noch auf der 6. Position. Die gehen jetzt in die letzte Runde rein. So, Bugs Porter nochmal dran an Pierre Brückner.
Ja klar, der hat jetzt viel, viel Zeit verloren. Ah, schade. Drei Positionsgewinne standen da gerade noch auf dem Tableau. Jetzt ist noch einer. Nicht, dass es gleich null wird. Max Porter noch da dran, aber der ist gerade relativ langsam gefühlt. Weiß nicht, ob er jetzt auf den Führenden wartet vielleicht. Kann auch sein, vielleicht auch nicht mehr genügend Sprit. Auf jeden Fall Jan-Philipp Nürnberger. Ja, sehr, sehr souverän, war nicht wirklich gefährdet. Mal gucken kurz bei Kreling rein. Der ist in der ersten Kurve gerade gegen Lukas. Kann sich da erstmal nicht vorbeidrücken. Also Jan-Philipp Nürnberger holt sich hier den dritten Sieg im vierten Rennen. Wird damit auf jeden Fall Erster bleiben in der Gesamtwertung. Glückwunsch an ihn hier, an den AMG-Piloten auf der zweiten Position. Brandon Geitz mit drei Positionsgewinnen, auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Und im Schafhauser auf seiner dritten Position geblieben. Kann sich hier aber auch nochmal ordentlich Punkte abholen heute. So, Ben Utzer wird gleich noch in die Linie kommen auf der 4. Wir gehen jetzt aber zu den Zweikämpfen. Witzmann versucht jetzt noch auf den letzten Metern hier auch mit der Überrundung. Da geht es an Fischer vorbei, dem Porsche. Versucht sich hier noch zu wehren gegen den AMG. Das wird also eine ganz, ganz, ganz enge Geschichte. Wir schauen mal drauf, aber wenn er sich nicht mehr verbremst, dann wird es hier Position 6 bleiben. So, einmal noch links rum und dann kommt ja die Ziellinie relativ zeitig, sage ich mal. Unter dem Schild müsste das hier ungefähr sein, unter dem BMW-Schild. Und dann hat er sich Position 6 geholt. Thomas Weinzettel auf der 7. Philipp Noack haben wir jetzt im zweiten Sinn nicht mehr groß gesehen. Mit 6 Sekunden Rückstand und 12 Vorsprung auf der 8. So, Lukas Santa, starkes, starkes Rennen. Hat hier auch sich nicht unter Druck setzen lassen. Bleibt hier auf der 9. Position. Was haben wir denn hier verpasst? Nochmal, gucken nochmal 20 Sekunden zurück. Müsste eigentlich ein Fotofinish gewesen sein. Fischer. Hat er hier den Lang noch vorbeigelassen? Nee, hä? Sah ein bisschen komisch aus, aber nochmal ganz, ganz eng hier. Ja, war wahrscheinlich Absicht, weiß ich nicht. Porsche war sehr langsam. So, dann haben wir Lukas Santa also gesehen. Kunkel auf der 10. Position. Auf der 11 haben wir Wittmann, Don Salas dahinter. Benedikt Adisch kommt über die Linie auf der 13. Max Ohlinger noch im Gepäck. Zwei Positionsgewinne. Lang und Fischer haben wir gesehen. Lukas auf der 17. Kreling nur auf der 18 heute. Pierre Brückner, ja, hat sich auf die 19 gerettet. Max Porter zwei Positionen gewonnen. Ed Eismann ist auch froh, dass er es geschafft hat. Christian Brandl fehlt uns nur noch. Jawohl, da ist er über die Linie auf der 22. Philipp König auf der 23. Und wer war noch der Letzte? War das Gela, glaube ich? Auf jeden Fall nicht mal auf dem Server drauf. Der ist also dann 24. So, mal auf Fahren klicken. Server ist schon weg. Sehr gut. So schnell kann es gehen. Dann machen wir mal das Bild. Gehen wir kurz ins Studio rüber. Ja, alles der Reifengott, genau. Ja, also, was für ein Rennen heute. Mal 1, 2, 3 Minuten gehabt, wo es nicht ganz so viel los war, aber gegen Ende haben wir noch richtig, richtig enge Duelle gesehen. Start, die erste Phase, viele, viele Ausritte, ein paar Unfälle haben wir natürlich auch gehabt, aber bei den Bedingungen ist das natürlich kein Wunder, aber ich denke, war relativ unterhaltsam für uns als Zuschauer. Also, viertes Rennen haben wir hinter uns gebracht, 15 Rennen haben wir ja insgesamt auf dem Plan. Wo waren wir als nächstes noch? In den USA. Ist die Frage jetzt, welche, ob es Indy ist oder Watkins Glen. Auf jeden Fall, da sind wir dann in, glaube ich, 2 Wochen war das nächste Rennen. Dann schauen wir mal, ja, was sich da so ergeben hat. Nürnberger wird auf jeden Fall auf der 1 bleiben. Dann werde ich euch mal weiter raiden, würde ich sagen. Das war es nämlich schon von meiner Seite heute. Gehen wir mal zum anderen Lukas rüber. Ja, ich bedanke mich für die Follows, für die Subs, fürs Zuschauen. Ich denke, war ein schönes Rennen. Wir sehen uns mal morgen wieder. Mal gucken, ob wir Nordschleife machen oder ACC Dailies bei LFM. Mittwoch weiß ich noch nicht. Donnerstag ist wieder Pro Series angesagt auf jeden Fall. Und am Wochenende ist Racing Quest auf jeden Fall 10 Stunden auf... Die Strecke habe ich gerade vergessen. Kota, glaube ich. Also schauen wir mal. Wieder viele, viele Termine diese Woche. Würde mich freuen, wenn ihr noch rüberkommt zu Lukas. Der fährt gerade auf Zoll darum auf der 3. Position im neuen Ferrari. 14 Minuten ist noch hier auf der Uhr. Also da geht noch ein bisschen was. Ist auch dran an den ersten beiden Positionen. Kriegt auch noch ein bisschen was zu sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen ab 19, 20 Uhr irgendwann. Je nachdem, was wir machen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.